So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Wir sind heute beim ersten Tavernentalk und haben ja interessante Gäste eingeladen dazu, einmal von Twitch Imperium, Sadotaris Nova und von Hohenfels. Und ja, ihr dürft natürlich gerne Fragen stellen zu den einzelnen Häusern. Das ist sogar erwünscht und ich werde mir jetzt mal im Discord hochgehen zu den anderen Jungs. Und werde das Wort dann übergeben an Arion, der das Ganze leitet heute Abend. Einen Moment. 2 finish the stock. So, guten Abend, Männers. Guten Abend. Da sind wir. Live im Stream. Dabei ist heute der Arion, der übernimmt gleich das Gespräch. Dann haben wir Kid bei Paco91 mit Madigan und Masamune. So, Arion, dann the stage is yours, würde ich sagen. Ja. Ja, erstmal hallo an Chat und alle, die da draußen zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Wir veranstalten heute zum ersten Mal so eine kleine Talkrunde zu CB, zu dem Game, das wir alle gerade momentan zocken. Wollen da so ein paar Punkte besprechen, machen nochmal so eine kurze Fragerunde dann in den Chat und arbeiten also langsam unsere Punkte ab. Bei mir, wie Flo schon gerade eben erwähnt, sind Kill by Paco, Matt Mardigan, Masamune, die sich jetzt gleich in der Reihenfolge auch bitte einmal selber vorstellen und ihr Haus bitte auch einmal vorstellen. Jo, wenn Paco anfängt, ne? Ja, herzlich willkommen, danke, dass ich da sein darf. Ich bin der Kid bei Paco. Gehöre zum Haus oder bin der Leiter von dem Haus Twitch Imperium. Wir sind in Daicheng in. Lass mich jetzt bitte nicht wieder falsch aussprechen, Yangyong. Richtig. Dort sind wir stationiert und fing alles bei uns an mit einem kleinen Spaßprojekt, wo wir gesagt haben, hey, komm, mit ein paar Zuschauern können wir sowas machen. Und ja, das hat sich sehr, sehr stark gesteigert bei uns. Und Flo, du hast ein Echo. Achso. Und ja, mittlerweile sind wir halt relativ groß. Und man merkt halt auch schon, da kommt immer mehr und die Allianzen sind natürlich jetzt bei uns. Ich weiß nicht, ob man dazu irgendwie groß reden will. Ich kann schon mal kurz sagen, mit wem ihr eine Allianz habt. Unsere Allianz zurzeit besteht mit dem Hause Hahn und mit Medusa, also mit einem deutschen Haus und einem englischsprachigen Haus. Und wir sind eigentlich in unserer Region mit fast allen Häusern, die eine Allianz haben, die etwas Größeres verbündet. Also ist eigentlich relativ ruhig und entspannt bei uns. Sehr schön. Ja, cool. Ja, ihr sucht bestimmt auch noch Leute, oder seid ihr gerade aktuell schon irgendwie voll? Ja, wir sind aktuell noch am Aussortieren. Also es gibt halt wieder Leute, die halt mit dem Spiel aufgehört haben, was ja auch ganz verständlich ist, weil die Leute ja das Matchmaking oder andere Sachen stören. Und aktuell müssten wir, glaube ich, 4 Plätze frei haben. Aber alle 2 Wochen sonntags treffen wir uns mit der Führungsebene, die ich halt mir zusammengesucht habe, und dann diskutieren wir und sehen, ob wir halt neue Plätze schaffen oder nicht. Okay, gibt es bei euch gewisse Aufnahmeregeln, wo man quasi durchlaufen muss, oder darf sich einfach jeder bewerben und quatscht dann mit den Leuten? Bewerben kann sich in der Hinsicht jeder. Also wir haben halt, dadurch, dass wir wirklich ein reines deutsches Haus sind, haben wir halt für uns festgelegt, okay, wir möchten auch, dass alle Deutsch sprechen und Discord besitzen. Das wäre für uns ganz wichtig. Und schön wäre es, wenn derjenige, der zu uns kommen möchte, mindestens eine T3-Unit hat, wegen unseren, wenn die Kriege anstehen, aber ist nicht unbedingt notwendig. Wäre halt für uns dann nur sozusagen so ein zusätzliches kleines Gimmick, worüber wir uns freuen. Okay, sehr schön. Cool. Vielen Dank schon mal. Ja, dann würde ich sagen, Maddie, machst du weiter? Darf ich Maddie sagen? Matt wäre mir lieber, aber okay, Matt, dann mach du bitte weiter. Jo. Ich bin von Sadotaris Nova. Und wir sind eine Multigaming-Gemeinschaft. Wir haben uns jetzt vor mehr als 2 Jahren gegründet. Ursprünglich mal für ein anderes Spiel. Ist leider in den Bach runtergegangen. Aber wir hatten auf jeden Fall genug Zeit, uns ein bisschen Gedanken zu machen, wie wir uns aufbauen wollen und was wir halt vorhaben. Multigaming sollte das Ganze jetzt halt werden. Und laufen dabei ganz gut. Conqueror's Blade ist da jetzt unser Hauptspiel, in dem wir uns eben groß gemacht haben. Und ja, da haben wir jetzt eine gute Spielerschaft und wir sind eben so strukturiert, dass wir eigentlich für möglichst viele verschiedene Spielertypen einen Platz bieten wollen, wo sie sich wohlfühlen können. Also wir suchen natürlich die etwas progressiveren Spieler, bieten aber auch den Feierabendspielern, der jetzt nicht so oft Zeit hat, eben Platz, und der kann dann halt bei uns mitzocken.
Okay, progressiv wegen TW oder einfach so, weil ihr einfach eine hohe Aktivität haben wollt, damit die Community weiter stärker wird und wächst? Oder sowohl, sowohl als auch, ne? Also okay. Progressiv ist für mich wirklich, also die sind engagiert dabei, die wollen hochleveln, die wollen den Clan unterstützen. Die sind halt voll mit dabei. Davon haben wir halt auch ein paar. Und aber ich versuche halt mit dem Clan eher so die Grätsche zwischen den Progressiven und den Casual-Spieler, den Feierabendspieler hinzubekommen. Okay, klappt das für dich aktuell oder hast du eher das klappt eigentlich ganz gut. Okay. Also ich habe da eine gute Struktur, Organisation mit reingebracht. Und ich kann halt dadurch jetzt, dass wir jetzt auch so viele haben, eben für den Feierabendspieler halt auch den Platz bieten. Wir müssen nicht irgendwie drauf schauen, dass sie mindestens die 3 Units haben. Wir können da halt auch komplett neue mit rannehmen, weil wir halt einen guten, gut ausgebauten Kern haben. Und ja, die zur Not auch auf jeden Fall die Kohlen aus dem Feuer holen. Okay, das heißt, bei euch kann sich noch quasi jeder bewerben oder seid ihr schon komplett voll? Also wir sind schon nah an unserem Limit, das auf jeden Fall. Mhm. An für sich bewerben kann sich jeder. Ob denn jeder aufgenommen wird, ist dann aber eine andere Frage. Das muss dann schon irgendwo passen. Wir haben dann unsere kleine Bewerbungsgespräch, sprich die Leute müssen auf jeden Fall auf Discord erstmal online kommen zu uns, mit uns quatschen und dann schaut man halt, ob es passt. Oder nicht, ja. Wenn es passt, dann kann man halt weitermachen. Ja, cool. Wie schaut es bei euch mit Allianzen aus? Jo, wir sind in einer Großallianz zusammen mit Blutsturm, ehemals Grand Order, jetzt Enemy. Sind das rein Deutsche oder sind das, das ein Mischmasch? Blutsturm ist ein deutscher Clan und Enemy, die sind international. Okay, cool. Jetzt in unserer Allianz 4 direkt ist Black Sun noch mit dabei. Die unterstützen uns auch tatkräftig und okay. Wir sind froh, sie auf jeden Fall an unserer Seite zu haben. Darf ich da was fragen, weil ich da schon was, also wenn du nicht antworten willst, auch okay, da habe ich halt schon gehört und nicht nur im World Chat, sondern auch in gewissen Streams, das Black Sun kennt man ja eigentlich jetzt eher so den Namen aus der rechten Szene. Ich wurde da schon mal drauf angesprochen. Hast du da irgendwie mal was mitbekommen oder so? Nein, absolut nicht. Also die Jungs machen auf mich überhaupt keinen rechten Eindruck. Die wirken so wie du und ich. Okay, okay. Also dann haben sie einfach den Namen quasi, haben da nicht großartig drüber nachgedacht. Okay, ja cool. Dann würde ich weitermachen mit Massa. Jo, also ich bin Massamune im Hause Hohenfels oder Leiter des Hause Hohenfels. Welches in der Allianz Regnum Teutonicum? Ich bin gerade nicht sicher, wie ich den Allianznamen richtig vorne habe, ich aber. Ja. Gebiet Ostaria, ne? Ja, stimmt. Ja, habe ich vergessen. Wir sind in Ostaria, halten da, ich glaube, 11 Gebiete oder sowas, 11 Dörfer, weiß ich nicht. Müsst ihr nochmal nachgucken. Sind da im Osten aus von Ostaria und ja. Wie viele Leute seid ihr allgemein so momentan? Also, ihr seid ja eher größere Allianz. Seid ihr schon so 500 und mehr aktive Spieler oder ist das eher noch so ein 400er Bereich? Also, über unsere aktiven Spieler würde ich in einem Stream nicht reden, weil das mal für die TWs unpraktisch wäre, aber ich kann ja mal sagen, was wir für Häuser drin haben. Also, wir haben derzeit in der Allianz 9 Häuser drin. Suchen allerdings immer noch Mitgliederhäuser, die natürlich auch unseren Anforderungskriterien entsprechen, die man auch auf unserer Webseite findet für Regnum Teutonicum. Wir bieten natürlich dadurch eine recht große Fläche für neue Spieler oder beziehungsweise für Allgemeinspieler. Wir haben alles vom Competitive Clan bis zum Casual Clan. Ne? Also ich denke, jeder Spieler findet in Regnum Teutonicum das Haus, das für ihn passt. Ne? Einzige Voraussetzungen sind dann natürlich, dass man auch bereit ist, dann auf Discord, Teamspeak und so weiter zu benutzen, sie abzusprechen. Das hat jedes Haus als Vorstellung. Dann variiert das Ganze noch, aber ja. Spieler allgemein oder ganz in der Allianz sind derzeit, ich glaube, in-game sind es 800, 900. Genau, wie viele davon aktiv sind, werde ich allerdings nicht im Stream sagen. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das passt schon. Schön.
Bei euch die Aufnahmekriterien, willst du da noch kurz was dazu sagen oder ist das eigentlich alles auf der Homepage oder beziehungsweise auch im Discord deklariert? Also bei Hohenfels findet man die gesamten Aufnahmekriterien auf unserer Homepage. Mhm. Regnum Teutonicum, falls man als ganzes Haus beitreten möchte, findet man die auch auf der Homepage. Die anderen Häuser kommen drauf an, Telenana zum Beispiel auch. Aber ich sag mal so, auf unserer Regnum Teutonicum Homepage gibt es einen Link zu jedem Haus und zum Beispiel Discord-Link, Teamspeak-Link und so weiter. Und dann kann man da auch recht einfach nachfragen. Okay, perfekt. Ja, cool. Ja, vielen Dank schon mal für die kleine Vorstellungsrunde eurer Häuser. Ich würde dann eigentlich schon auch zum nächsten Punkt kommen und das wäre so ein bisschen Klassendiskussion und dann gleich auch euer persönliches Ranking so zum Thema machen. Wir haben dazu, glaube ich, eine kleine Tabelle vorbereitet. Ich weiß nicht, Flo, kannst du die im Stream einblenden? Ist schon drin. Sieht man da, wenn die Jungs das aktualisieren? Also wenn die da ihr Ranking reinschreiben, geht das? Wenn nein, dann machen wir es einfach mündlich. Massa, würdest du mal so anfangen mit deinem 1 bis 10er Ranking, wie du quasi die Stärke der Klassen für dich selber definieren würdest? Für Feldschlacht und Belagerungsschlachten. Wir lassen Deathmatch heute mal außen vor. Also ich sag mal so, allgemein finde ich diese Klassen derzeit recht gut gebalanced. Klar, manche kann man stärker, manche kann man schwächer machen. Aber ich würde jetzt keine, ich sag mal, Platzierung bei den Klassen einsetzen, da ich finde, die sind halt alle variabel einsetzbar. Du kannst ein Langschwert mit Schild als Tanks skillen, dann mit Schild nach vorne gehen und dann halt da tanken. Du kannst allerdings auch gleichzeitig hinstehen, beziehungsweise als, zum Beispiel als Bogenschütz kannst du hinstehen und dann von da aus schießen. Also ich finde die sehr gut gebalanced und ich würde da auch keine, oder ich könnte da keine Platzierung machen. Okay. Dann frage ich mal so, zum Beispiel, ich spiele Bogen, ne? Komme mir aber im Vergleich zum Kurzbogen relativ schwach vor. Ich spiele auch Speer, ich finde aber, dass nur Dachi und Kleve das, was ich machen kann mit dem Speer, deutlich besser machen können. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nö, der Speer hat da und da Vorteile? Der Speer hat deutlich den Geschwindigkeitsvorteil, währenddessen die Glebe so ein Allrounder ist, die, also ich rede jetzt nur von AOE-Angriffen, ne? Glebe, Speer, Nodachi und die Streitaxt. Und ich finde da halt, jeder hat seine Vorteile. Speer hat dann, wie schon gesagt, den Geschwindigkeitsvorteil. Die Glebe ist so, ich finde, gut ausgeglichen. Die Axt dafür ist langsam, macht allerdings schön Damage. Die kann schon einen guten Schildwall wegräumen. Finde ich auch schon gut ausgebalanced. Klar, es macht keinen Sinn, jetzt zum Beispiel eine Klasse nur zu haben oder jetzt einen 15er-Trupp eine Klasse nur zu haben. Die sollten natürlich auch gebalanced sein. Aber ich würde jetzt schon, ich würde da kein Ranking stationieren derzeit. Okay. Noch eine Frage und zwar, was sagst du zum Thema Ultimates und was sagst du zum anstehenden Patch mit den Seiten für die Ultimates? Gut, mit dem Patch, keine Ahnung, habe ich noch nicht gelesen. Der Patch kommt am Montag und sagt, dass man quasi in Zukunft bei den Weeklies und bei den Expeditionen bestimmen kann, was man für eine Vorlage haben möchte, für welche. Das wäre natürlich praktisch. Ich sag mal so, die Ultis sind derzeit sehr stark, aus dem Grund, weil sie derzeit nicht jeder hat, weil die immer an die Seiten sehr schwer rankommt. Mhm. Aber selbst da würde ich auch keine gute oder keine mal Spezialisierung machen, weil jede Ulti hat einen Vorteil. Ne? Eine Doppelklinge zum Beispiel, die ist ja auch eher mehr auf den Player vs. Player und die hat ja zum Beispiel, wenn ein Spieler abhaut, dann eine Ulti, dass die dem hinterher rennen kann. Ne? Also die Ultis sind auch schon gut gebalanced halt für das, wofür die Klasse halt zuständig ist. Ne? Das stimmt, wohl, ja. Diese Schritte, diese 5 Seiten, ich glaube, dann sind es 15, 30, bin mir gerade nicht ganz sicher. Sowas um den Dreh rum. Hältst du das für sinnvoll oder sagst du, die müssen größer oder kleiner werden, die Abstände? Oder denkst du, das ist eigentlich ganz gut ausbalanciert, wenn man so hat? Man muss davor erstmal eine Sache wissen. Ich persönlich bin ein Spieler, der ungern seinen Charakter levelt, weshalb ich auch in der Regel keine solchen Spiele spiele. Conqueror's Blade ist eine Ausnahme.
weshalb ich allgemein dafür wäre, dass man sowas allgemein abschafft, da das allerdings vom Spiel nicht möglich wäre, weil die Entwickler wollen natürlich, dass die Spieler das länger spielen und dass man so, je schwerer du an die Seiten kommst, desto länger musst du dann halt das Spiel dafür spielen. Ne? Also ich habe halt dann noch viel gegrindet, ne, was die Spieler dann irgendwann auch ermüdet und eventuell dann davon abschreckt, das genau. Spiel weiter zu spielen. So ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Okay, vielen Dank. Matt, dann würde ich mit dir weitermachen. Eigentlich genau die gleichen Fragen wie an Massen. Ja, entschuldige, wenn ich mir nicht alle Fragen gemerkt habe. Alles gut, ich werde dann einfach wieder eingreifen. Du fangst einfach mal an mit deinem Ranking. Mit dem Ranking. Also ich hatte jetzt auch seit 10 Minuten versucht, ein vernünftiges Ranking hinzubekommen. Es fällt mir halt ehrlich gesagt auch sehr schwer. Ich bin eben gerade schon bis 7 oder 8 hochgekommen. Man hat es im Stream gesehen. Hab's wieder alles weggenommen. Weil ich fand, dass die Doppelklinge und die Axt dann doch wieder zu weit hinten standen. Es ist halt, wie Massage schon sagte, die haben ihre Verwendungsmöglichkeiten. Und die sind so vielseitig einsetzbar. Man muss es halt nur wirklich dann auch schauen, dass man sie in die richtigen Situationen bringt, die eigene Klasse, und von dort aus heraus eben agiert und versucht, seine Kills zu holen oder eben seinen Job zu erledigen. Wo ich muss, geht halt klar als Supporter zum Beispiel. Mhm. Oder auch als Finisher, wenn die Gegner low sind. Ich habe gerade ein kleines technisches Problem. Ich höre euch gerade nicht mehr. Ganz kleinen Moment, bitte sagt mal nochmal, wer was. Ist das? Ja, perfekt. Super. Jetzt geht's. Gibt aber sowas, wo du auch sagst, wie ich vorhin gemeint hatte, es gibt Klassen, die machen eigentlich den gleichen Job, aber machen es besser wie die andere Klasse. Gibt es da was, wo du sagst, oder sagst, nö, das ist wirklich so, jeder hat seinen Vorteil, das passt schon? Ich finde tatsächlich, dass jeder seinen Vorteil. Dort ist der Bogen, Kurzbogen, die haben komplett unterschiedliche Aufgabenbereiche. Im Groben und Ganzen muss ich sagen, ich finde, der Bogen ist auch recht schwach. Bin allerdings auch relativ froh darüber. Ich kenne die Zeiten, wo es anders war. Da war der Bogen halt mega stark. So 2, 3 Kopfschüsse und du warst tot. Und ich konnte das aus jeder Entfernung quasi machen. Das war nicht schön. Auf der Close Beta oder wie? Ja, genau. Okay, cool. Und das haben wir jetzt halt eben nicht mehr. Jetzt kommt es mir halt so vor, dass er tatsächlich ein bisschen schwach geworden ist. Aber ich habe Angst, was passiert, wenn man ihn wieder stärker macht. Okay. Hast du schon gehört, dass sie ihn stärker machen wollen? Oder glaubst du einfach, dass es wird kommen? Ich glaube es einfach nur, weil zu viele Bogenschützen sich beschweren. Ist einfach so. Der Speer wurde ja zum Beispiel genervt vor 2 Wochen, ne? Genau. Wisst ihr eigentlich warum? Habt ihr empfunden, dass er zu stark war? Ich persönlich habe nicht wirklich empfunden, dass er zu stark war. Also er ist stark, aber zu stark hätte ich jetzt nicht gesagt. Okay. Jetzt hat man es auf jeden Fall wesentlich schwerer, mit dem Speer zu spielen. Also der Speer ist meine Hauptklasse. Deswegen wahrscheinlich empfinde ich ihn, habe ich noch nicht als zu stark empfunden. aber das geht wahrscheinlich immer so. Ja, also jetzt, wenn die Klassen halt ihre Ultis dazu bekommen, dann verhält sich das Balancing halt mal ganz anders. Und ohne die Ulti würde ich jetzt den Speer wahrscheinlich auch jetzt etwas zu schwach empfinden. Das stimmt, aber die Ulti ist ja eigentlich relativ nice, das kann man schon sagen, beim Speer, finde ich persönlich. Ich hätte noch eine Frage, würdest du oder kannst du eine Empfehlung abgeben für jemanden, der jetzt neu ins Game kommt, so sagen, okay, sehr anfängerfreundliche Klasse, oder findest du alle auf demselben Niveau? Anfängerfreundlicher finde ich, da wo ich meine 1 und 2 gesetzt habe, Langschwert und Kurzschwert, weil die halt tanky sind, du kannst mit dem Langschwert nochmal ein bisschen heilen. Überlebst du einfach ein bisschen länger und kannst so ein bisschen besser ins Spiel kommen, ohne einfach immer nur sofort zu sterben. Wenn man irgendwie aus Shooter-Spielen ein bisschen Aim hat, kann man die Muskete auch ganz gut spielen. Ist da die Muskete eher besser wie der Bogen? Weil beim Bogen brauchst du ja schon auch ziemlich gutes Aim. Also beim normalen, beim Kurzbogen jetzt eher nicht so, aber beim normalen. Muskete finde ich vielseitiger einsetzbar mit den Brandgranaten und den Fähigkeiten, die er da hat. Da kannst du ein bisschen Burst Damage entweder skillen oder eben auf flächendeckenden Geschichten, um die Gegner zu stören. Okay. Zum Thema Ultimate und Ultimate-Zeiten, das, was ich vorhin ja schon mit Masse hatte, mit diesen Stufen und dass man jetzt quasi ab dem nächsten Patch wählen kann, für welche Waffe man das die Seite möchte.
Findest du das gut? Findest du das schlecht? Ja, das ist sehr gut. Ich meine, die ganzen Leute bei uns auch und nicht nur bei uns, überall haben sich beschwert, dass sie nicht an ihre Ultimate-Seiten da kommen. Und das ist ein sehr gute Ergänzung zum Spiel auf jeden Fall. An der Stelle vielleicht von dir nochmal ein Tipp an die eher etwas Neulinge im Chat. Wie kommt man denn an so Ulti-Seiten am besten? Also was für Möglichkeiten gibt es da? Du hast da die Möglichkeiten, du läufst über die Strategiekarte, da gibt es dann verlassene Lager oder alte Truhen. Darüber findest du die manchmal. Dann natürlich über die Deathmatches. Wenn du dort siegst, hast du eine Chance, welche zu bekommen. Und dann über die wöchentlichen Aufgaben. Also wenn du alle die letzten die beiden Truhen, ne? Genau, die letzten beiden Truhen, die haben jeweils Seiten, über die man die bekommt. Oder aber natürlich auch, wenn man eine Stadt besitzt, also in einem Haus angehört, das eine Stadt hat, darüber bekommt man dann auch einmal die Woche Seiten. Wie verhält sich das da? Also das kenne ich jetzt noch nicht, weil ich kein Dorf oder Stadt habe. So. Also in Dörfern bekommst du keine Seiten. Da gibt es nur ein bisschen Ausrüstungszeugs für deine Truppen. Da kriegst du dann nur aus Städten. Und das ist sehr random. Also wir haben noch nicht herausgefunden, also es gibt nicht erkennbar irgendwie einen Schlüssel, wer wie viel bekommt von dem, was dort ist. Man sieht ja auf jeden Fall, wenn man die Städte anguckt, da sind dann Eigentümertribute. Und diese Eigentümertribute werden dann zufällig an die Mitglieder aufgeteilt. Okay. Also es ist auch eher random dann, ob man was bekommt oder nicht. Ja, also 1 bis 2 Seiten, würde ich sagen, kriegt jeder. Okay, dann dir vielen Dank. Und dann würde ich die Runde dann auch mit Paco das Thema dann als letzter abschließen. Paco, frei. Ja, ich finde halt so ein Ranking, ich meine, ich habe jetzt alle 10 eingetragen. Aus meiner Sicht ist halt, in erster Linie muss jeder halt selber wissen, was er gerne spielen möchte. Hast du eher so den Spielstil, du möchtest immer vorne mit dabei stehen, du möchtest immer sozusagen, du möchtest wie aus anderen MMOs, sage ich mal, du möchtest die Tank-Position übernehmen oder möchtest du eher so ein bisschen supporten, möchtest du AOE-Schaden machen in der Hinsicht, deswegen ist das halt ein bisschen schwierig, also das ist immer so, weiß ich nicht, wie man das halt genau definieren soll. Bei mir steht natürlich Langschwertschild auf 1, weil ich halt sehr viel Langschwert und Schild spiele und mit der Klassenkombination halt sehr gut klarkomme, weil du ja selber entscheiden darfst, möchtest du mehr aushalten oder möchtest du viel mehr Leben haben, um mit deinen Fähigkeiten, die du hast, besser zu arbeiten. Und dadurch, dass ich halt auch in anderen Spielen immer als Tank gespielt habe, weil mir das halt am meisten Spaß gemacht hat, gab es da für mich sozusagen nur das Langschwert und Schild. Zu den anderen Klassen, weiß nicht, also ein Kollege von mir, der hatte auch mit dem Speer gespielt und er hat dann halt auch gesagt, der ist irgendwie schwächer geworden. Konnte ich selber leider nicht feststellen. Doch. Aber es ist halt wirklich so, ich weiß nicht, bist du zum Beispiel, macht es nichts aus, wenn deine Angriffe ein bisschen langsamer sind, dafür aber mehr Wumms drin haben, dann nimm dir die Axt. Möchtest du halt schneller unterwegs oder möchtest du Nahkämpfer sein oder Fernkämpfer? Das ist halt immer so ein bisschen schwierig dann. Also ich sag mal den Leuten immer, die mich fragen, was sie spielen sollen, nutzt ruhig das Tutorial, was ihr habt. Nehmt euch dann halt wirklich das Waffentraining vor, probiert alle Waffen aus. Und wenn ihr dann so sagt, okay, das ist etwas, womit ich gerne spielen möchte und das gefällt mir aktuell, dann kann man das ja auch machen. Weil wenn man später sagt, gut, man möchte ja nochmal was anderes spielen, dann hast du ja sowieso noch die Möglichkeit, halt auch später die anderen Waffenarten zu spielen, wenn dein Geschlecht passt. Das stimmt wohl. Apropos Geschlecht, findet ihr das gut, dass es ein Genderlock gibt, oder sagt ihr, war völlig daneben? Ach, mir ist das vollkommen stuppe, muss ich gestehen. Okay. Die wollen sie eh ausbauen. Ja. Also es ist bestätigt worden, Genderlock wird wegfallen, aber wann ist halt die nächste Frage, kann Wochen oder Monate noch dauern. Ich glaube, Massa, du wolltest noch was einwerfen. Ja, vor Jahren zu der Frage von Matt, erstmal bezüglich der Klassen, welche Klasse man am besten spielt für Neulinge. Da schließe ich mich Paco oder Killitz bei Paco an. Wie auch immer. Dem schließe ich mich an, dass man da schon die Klasse auswählen soll, aber was möglich ist, zumindest in der Beta war es möglich, ich weiß nicht, ob es immer noch möglich ist, du kannst zum Fähigkeitenhändler oder sowas gehen und dort dann die ganzen Klassen ausprobieren. Das bekommt man im Tutorial nicht gesagt, das kriegt man nirgendwo gesagt.
Das kannst du nur da kannst du halt die, alle Klassen ausprobieren und danach kannst du halt theoretisch immer noch einen neuen Charakter erstellen, wenn du die Klasse ändern möchtest. Rein theoretisch kannst du ja eigentlich auch dir alle Sachen freischalten für dein Gender und dann einfach deine Rüstung und deine Attribute anpassen, oder? Bin ich da verkehrt? Ja, das kostet dir aber Fähigkeitenpunkte. Okay, ja, aber wenn du jetzt rein theoretisch viel grindest in dem Game, könntest du das machen, alle Klassen eigentlich spielen. Ja, wir reden aber ja davon, was du als Anfänger machen willst. Ja, genau. Sorry. Da wäre das andere schon praktischer. Das stimmt. Das Zweite, was man mitgesagt hat, bezüglich der Verteilung der Ressourcen, die man im Leben bekommt. In Hohenfels haben wir das ein bisschen mal ausprobiert. Das kommt auf den Rang an, welchen du in der Gilde hast. Der Anführer kriegt immer am meisten. Also von Silber meine ich jetzt, ja. Das ist wirklich so. Danach kommen die Stewards, danach die Schatzmeister, danach die das kam dann auch Banner und danach erst die Ritter. Okay. Als Beispiel, ich habe 30.000 Silber bekommen, währenddessen Ritter nur 15 oder die Ritter ungefähr 15.000 Silber bekommen haben. Das ist ja eigentlich ziemlich fies, oder? Ja, wenn man das so sehen möchte. Aber die Sache ist halt, wir können das Spiel nicht ändern. Ich meine, Leuten auch schon gesagt. Und du kannst auch nur eine bestimmte Anzahl an zum Beispiel Stewards ernennen. Und das könnte man ja sagen, bevor der DL zu Ende ist, könnte man alles zum Steward machen. Oder alle degradieren, wie auch immer. Gut, das geht theoretisch, damit alle dasselbe bekommen. Gut, der Anführer wird immer mehr bekommen, aber kann man nicht. Es gehen, glaube ich, nur 10 Stewards. Ne? Zwei. Nur zwei? Dann gehen nur 10 Banner, Entschuldigung. 10 Banner. Das kann sein. Okay, Paco, bei dir noch Thema Ultimates und Patch. Ja, also das mit den Ultimates, also mit dem Patch sozusagen, dass du da halt die Möglichkeit hast, dir deine Seite halt auch, dass du wirklich das kriegst, was du spielst, finde ich, ist eigentlich eine sehr gute Ergänzung, weil halt auch viele Spieler mittlerweile gar nicht mehr oder überhaupt nicht wissen, wie sie denn überhaupt an diese Seiten rankommen, weil sie immer andere Seiten kriegen. Das habe ich halt auch schon, also ich habe richtig lange gebraucht, bis ich meine erste Ultimate bekommen habe. Und ich finde das gerade halt auch für Spieler, die das Spiel ein bisschen länger spielen wollen, finde ich das sehr gut, weil viele dann zum Beispiel nochmal die Klasse wechseln oder sogar sich einen neuen Charakter erstellen, weil sie sagen, hey, vielleicht habe ich ja da mehr Glück, um dort an die Ultimate-Seiten ranzukommen. Aber ja, also die Änderung an sich finde ich gut. Schade, dass sie da nicht vielleicht von Anfang an drauf gekommen sind. Mit der Verteilung, wie viele Seiten man braucht, finde ich, ist das eigentlich relativ okay. Ich meine, 5 Stück für die erste ist halt nicht viel. Es dauert halt nur leider, was sich ja Gott sei Dank ändern wird. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt eine ultimative Fähigkeit. Also mit der kann man halt dann sehr viel machen. Wenn man, glaube ich, bei den Musketenschützen guckt, der hat ja die ultimative Fähigkeit, wo er mit der ersten Stufe, glaube ich, 3 schnelle Schüsse nacheinander abgibt. Wenn ich falsch liege, verbessert mich bitte. Ich glaube, dann danach sind es 4 und dann 5. Und ich finde das halt schon richtig so. Auch das mit dem Level, das sollten sie halt so beibehalten, dass man dann wirklich für die nächste Stufe schon einen ganzen Batzen mehr an den Seiten braucht. Weil es ist nun mal auch dann ein bisschen mit Grinding und ich finde, das macht den Reiz aus. Da gebe ich dir vollkommen recht. Okay, ganz kurz, damit es nicht ausufert, Units werden wir heute nicht großartig behandeln. Ganz kurz, was ist eure Lieblingsunit und warum? Und ich würde mit Matt anfangen. Meine Lieblingsunit sind die Turmschilde. Das, warum? Weil die von den anderen Spielern, finde ich, zu selten benutzt wird und einfach doch eine wichtige Rolle in den Schlachten darstellt. Okay. Masse? Boah, da fragst du mich. Also, du, sonst machen wir mit Paco weiter. Also, ich könnte eine Antwort drauf geben, aber das wäre. Okay. Hau raus. Im Endeffekt hätte ich 2 Lieblingsunits, weil ich die beide gerne spiele und die auch sehr gut einsetzbar finde. Einmal allgemein, also allgemein Kavallerie und allgemein Schilde. Welche Schilde? Keine Ahnung, kann ich nicht spezialisieren, aber ich finde halt alle Schilde doll, weil ich in Langschwert mit Schild kämpfe und allgemein immer an der Front stehe und wenn du noch Schilde hast und so weiter, finde ich schon cool. Und mit Kavallerie, weil einfach der Anstürmer, der sieht einfach Bombe aus, wenn die da angeritten kommen und dann mal durch die Bogenschützen durch, dann dahinter alles weg. Der sieht schon schön aus. Sieht schön aus und werden ja jetzt auch noch gebufft, wenn ich es richtig gelesen habe heute, ne? Also die Kavallerie kriegt einen kleinen Buff. Paco?
Ja, die Leute, die bei mir halt auch öfter im Stream sehen, sind, die wüssten halt, meine Lieblinge sind die Pekiniere. Warum? Weil sie Kavallerie aufspießen können oder weil sie einfach einen tollen Ansturm haben? Ich finde eigentlich gerade wegen dem Ansturm sind sie halt wirklich eine starke Unit, die eigentlich, ja, wie soll man sagen, der Ansturm ist zwar stark, die Phalanx-Formation, die du wählen kannst, auf der F3-Taste ist das, glaube ich, die ist auch ganz okay. Aber sonst, ja, man kann sie halt auch leicht flankieren. Das ist so ein Mittelding, aber also bei mir steht halt wirklich so, wenn ich sage mal, meine Lieblingseinheit oder meine zwei sind halt die Nachtwache und an erster Stelle halt die Pekiniere der Präfektur. Weil das nun mal auch die Units sind, die ich bei mir in dem Gebiet herstellen kann. Ich weiß halt nicht, wie die Hellebardisten sind. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich die Hellebardisten und ich finde die genauso. Also das ist auch meine Lieblings-Unit eigentlich, gerade wegen Ansturm und wegen der Stärke, wie die da auch durchmetzeln können und wie die auch einen Schildwall brechen können, ist eigentlich ganz gut. Ja, deswegen. Es kommt ja halt auch immer wirklich drauf an, ob man die bei sich herstellen kann. Zu den Hellebardisten kann ich halt, wie gesagt, ja nichts sagen. Dadurch, ich müsste mir die halt immer kaufen, sozusagen. Aber also die Pekiniere auf jeden Fall. Ich meine, okay, viele sagen halt auch, der Ansturm, der ist ein bisschen zu OP, weil du kannst wirklich ziemlich viel Schaden drauf ansetzen. Der einzige Nachteil ist halt wiederum, dass der Ansturm halt, ja, wenn sie einmal anfangen, musst du ihn halt abbrechen und viele Gegner haben sich darauf mittlerweile eingestellt und bewegen entweder ihre Einheiten ein Stück zur Seite oder halt sich selbst ein Stück zur Seite und dann ist der Ansturm ins Nichts gegangen. Da habe ich mal kurz eine Frage. Und zwar, ich bin ja ein bisschen Noob in dem Game ab und zu. Ist das ein Bug bei diesem Ansturm oder stelle ich mich da einfach manchmal nur blöd mit meiner Maus an? Der geht manchmal nicht dahin, wo ich ihn eigentlich hingesetzt habe. Ist dir das auch schon mal passiert oder war das einfach Fail von mir? Also ich setze den Ansturm meistens aus der Entfernung schon an. Mhm. Mir ist es aber auch schon mal passiert, wenn ich nah an dem Gegner dran bin und ich mache einen Ansturm, dass sich der Mauszeiger in dem Moment ein bisschen komisch bewegt, sage ich mal, ob wenn ich in eine andere Richtung gehe. Naja, dann sehe ich halt, wie meine Pekiniere nicht auf den Gegner anstürmen, sondern eher von ihm wegstürmen. Also das hatte ich auch schon. Okay, perfekt. Ja, vielen Dank, das mal zu den Units, da könnten wir wahrscheinlich noch mehr drüber sprechen, aber das machen wir vielleicht dann beim nächsten Mal. Matchmaking. Wie seht ihr das aktuelle Matchmaking? Findet ihr es gut, wie es momentan ist? Müsste mehr gecapped werden, was ja jetzt anscheinend laut Patch auch, was wir auch vorhaben? Sollte es ein allgemeines oben ein Level Cap geben? Wenn ja, was wären die Vor- und Nachteile? Dir da was? Ich würde gerade mit Massa einfach anfangen. Also Matchmaking habe ich immer noch nicht ganz verstanden, aber soweit ich das verstanden habe, ist dieses Matchmaking so konzipiert, wenn du eine Fünfergruppe hast, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du direkt in eine Schlacht kommst oder am schnellsten in eine Schlacht kommst und wenn du alleine spielst. Alles, was zwei, drei oder vier Gruppen sind, das dauert immer länger. Des Weiteren ist beim Matchmaking auch immer irgendwie das Problem mit den ganzen Leveln. Du hast da, manchmal kämpfst du als Level 30er gegen den Level 100, was auch immer da, ne? Das finde ich auch sehr unbalanced. Klar, in dem Spiel machen die Level nicht so viel aus, aber man kann in der Regel davon ausgehen, dass Leute mit Level 100 oder höher schon die besseren Einheiten haben und vor allem auch öfter schon ihre Ulti haben, ne? Und dementsprechend machen die, also die rollen die einfach über Level 30er drüber oder ganz neu, die ins Spiel reingekommen sind. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesehen habe, dass ich dann da so 100, 100, 100, 100, 100 habe und dann auf der, und dann zwischen so ein Level 15er und dann geht es weiter mit 100. Der Level 15er, der macht doch keinen Schaden an den Level 100ern und der kann auch nichts wirklich machen in der Schlacht. Ja. Dem vergeht ja dann auch irgendwo der Spaß an der Sache, wenn er einfach nur abgefarmt wird und eigentlich keinen Schaden austeilt. Deswegen ist auch die Frage, ob sie es cappen müssen, sollen oder sagt ja, nö, so wie es momentan ist okay, die müssen halt einfach gucken, dass sie leveln. Also, ohne zu hart zu klingen zu wollen, der Level 15er hat in dem Fall aber selber Schuld, weil er in eine Gruppe gegangen ist, wo Level 30 Spieler und höher drin sind. Die werden sonst normalerweise nur bis Level 30 gematcht.
Ich finde allerdings, man sollte so einen Bereich noch einführen von 30 bis 60 und dann darüber hinaus ruhig offen. Also finde schon, man sollte halt seine ganzen Attribute verteilt haben können und mit 60 hat man dann auch so seine Truppen relativ weit. Und alles danach wird dann schon etwas ausgeglichener. Ich meine, auch 30er haben ihre Chancen, mit ihren Truppen gegen 100er zu bestehen. Aber die Wahrscheinlichkeiten, dass die 100er mit den besseren Truppen da auffahren und ihre irgendwelche Fehler machen, sind halt, naja. Also der 100er ist erstmal so nur im Vorteil, dass er schon weiter im Spiel ist mit seinen Truppen her. Und wahrscheinlich besseres Equipment, bessere Fähigkeiten hat. Aber ansonsten, ein Level Cap macht dementsprechend meiner Meinung nach halt eigentlich keinen Sinn. Wir wollen das jetzt ja auch eh darüber irgendwelche komischen militärischen Ränge lösen. Ich finde das immer ganz nett zu sehen, wenn die Levels so ins Endlose gehen, wie viel Zeit so ein Spieler da schon rein investiert hat, dann kann man ein bisschen besser auf den eingehen. Jemand, der Level 300 hat, dann weiß ich, okay, der hat viel Spielerfahrung, da bin ich etwas vorsichtiger. Und bei jemandem, der Level 30 ist, weiß ich da, der wird sich noch erstmal selbst finden müssen und herausfinden müssen, was richtig ist, was man machen sollte. Mhm. Da zum Level Cap, ich glaube, da wäre ja auch so eine gewisse Schwierigkeit dann wahrscheinlich mit drin, weil, wenn du jetzt sagst, okay, wir capten auf Level 400, die würden ja wahrscheinlich dann teilweise, die 400er würden wahrscheinlich teilweise erstmal die ersten paar Wochen wahrscheinlich irgendwie eine halbe Stunde auf ein Match warten, oder? Oder sehe ich das falsch? Du meinst jetzt beim Matchmaking das Level Captain? Genau, also dass man quasi sagt, okay, man nimmt jetzt Level 300 bis 400 ein Matchmaking rein oben capt man quasi, über 400 geht es nicht mehr drüber, aber es gibt diese Range von 300 bis 400, die spielen zusammen quasi gegeneinander, und aber momentan gibt es ja so krasse Unterschiede vom Level her, dass man ja wahrscheinlich noch nicht so viele 400er hätte. Also ich habe schon über 300er gesehen, aber 400er habe ich jetzt noch keinen gesehen. Dass man sagt, man capt da oben, dass die quasi zu fünft wären und quasi eine Stunde auf ihr Match warten müssten, bis sie dann mal aufgefüllt hätten. Ja, deswegen finde ich halt, dass man irgendwie ab Level 100, 120 oder sowas nach oben einfach offen. Das macht ab dem Punkt da keinen Sinn mehr, das irgendwie noch einzugrenzen. Also bis 60, finde ich, ist halt eine schöne Grenze. Und danach kann man schon anfangen, eigentlich offen zu halten. Okay. Paco? Ja, Matchmaking. Ich finde halt, die Anfangsgrenze, die sie reingebaut haben, finde ich, ist halt sehr gut. Mit Level 1 bis Level 30, da kannst du halt dann auch ungefähr, wenn du Level 30 hast, hast du eigentlich auch schon einiges, sage ich mal, an Erfahrung gesammelt, zumindest von den gegnerischen Einheiten her, auch gegen was du spielst. Dass es darüber dann keine neue Begrenzung gibt, hat ja auch mit dem Grund zu tun gehabt, dass sie gesagt haben, sie wollen halt verhindern, dass die Warteschlangen zu lang werden, als es in die Open Beta kam, weil hätte ja so passieren können, wenn dann gesagt wird, geht, das nächste Level Cap ist von 60 bis 90, wäre dann halt doof gewesen, wenn es halt nur wenige gibt und die dann halt deswegen extra länger in so einer Warteschlange drin hängen müssen. Klar, auch ich hatte schon sehr oft Wutausbrüche, weil ich mit meinem Level oder frisch gewonnenen Level 32er auf einmal ins Gegnerteam gucke und sehe, oh warte mal, der ist schon Level 102, was ist denn jetzt los? Soweit ich jetzt an dem Patch gesehen habe, wollen sie daran ja auch arbeiten und haben dann halt gesagt, sie werden es versuchen, möglichst gut einzubinden mit weiteren solcher Grenzen, solange sie eben nicht die Warteschlangen zu doll beeinflussen, also dass es zu lange dauert, das finde ich eigentlich auch sehr gut. Das ist eigentlich die richtige Entscheidung. Glaubt ihr, dass sie da auf dem richtigen Weg sind oder hätten sie das schon viel früher machen sollen oder glaubt ihr, das geht in die falsche Richtung? Ihr dürft frei schnauzen. Wie gesagt, ich finde die Änderung sehr gut. Es freut mich halt, weil das halt auch ein großer Punkt ist von der Community, wo viele Spieler halt gesagt haben, hey, warum ist das so, dass ich mit meinem frisch gewordenen Level 31 auf einmal gegen den Level 90er spielen muss, jetzt als Beispiel. Und dass sie sich das jetzt halt auch so ein bisschen anscheinend wahrgenommen haben und gesagt haben, okay, wir müssen daran jetzt was ändern. Die Spieleranzahl ist größer als erwartet.
wir müssen darauf ein bisschen eingehen. Finde ich, ist der richtige Weg. Inwieweit wir das jetzt machen können, sage ich mal, ist halt ungewiss. Ich glaube, es gibt aktuell kein Level Cap. Zumindest, ich habe also heute einen gesehen, der war 200, ich glaube 54, das war der höchste, den ich bis jetzt gesehen habe. Das war vorher immer einer, sonst der war Level 192 oder so weiter. Okay, und natürlich, wenn man mit einem High-Level gegen einen spielt, der unter Level 30 ist, dann liegt das halt meistens an den Leuten, mit denen er spielt. Sollte man vielleicht auch nochmal dann, wenn man in die Suche geht, sagen, dass dann nochmal so eine Info kommt. Wo dann nochmal gesagt wird, ey, pass auf. Willst du wirklich da rein? Du kommst jetzt in ein höheres Matchmaking als 30, weil du eben schon einen in deiner Gruppe hast, der über Level 30 ist. So nochmal zur kleinen Erinnerung oder Warnung. Oder dass sie allgemein mal so ein paar mehr kleine Hilfen mit reinbringen. Auch wenn es nur dann halt so ein kleines Fenster ist, was aufploppt, wo dann halt gesagt wird, hier, jetzt bist du Level 24, dein Kollege ist Level 30, eure Gruppe wird in höhere Matchmaking eingestuft. Deswegen. Mhm. Das wäre eigentlich nochmal so, damit die Spieler auch. Nettes Gimmick, ja. Dass die Spieler halt merken, okay, komm, du musst alleine spielen oder wir machen es halt anders, weil sonst kriege ich halt zu sehr auf die Nuss. Okay. Perfekt, vielen Dank schon mal. Nächster Punkt, und dann würde eine kurze Pause anstehen. Möchtet ihr eine machen oder sagt ihr, lasst uns durchziehen? Wenn ihr eine Pause wollt, machen wir eine Pause. Von mir aus können wir aber auch durchziehen. Ja, von mir aus auch. Okay, dann ziehen wir einfach durch. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Auktionshaus. Was würdet ihr im aktuellen AHA ändern oder sagt ihr, nö, passt eigentlich. Ich finde es gut, so wie es ist. Einfach auch wieder freie Schnauze. Das Auktionshaus, naja, ich denke, wir sind uns einig, das Auktionshaus ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Das ist sehr minimalistisch gehalten. Da müsste definitiv noch was getan werden. Allerdings muss ich gestehen, ich habe mich da jetzt auch nicht so sehr miteinander auseinandergesetzt, dass ich sagen könnte, das und das müsste gemacht werden. Ich weiß nur, dass viele Spiele besser machen und in einem Spiel, wo das Handeln unter Charakteren nicht möglich ist, sollte dann das Auktionshaus eigentlich meiner Meinung nach top sein und nicht so minimalistisch, wie das jetzt hier der Fall ist. Mhm. Paco? Ich stimme da komplett zu. Also es heißt zwar Auktionshaus, aber für mich ist es eigentlich eher ein Marktplatz. Denn du hast halt nur, also bei einer Auktion heißt es für mich, mehrere können drauf bieten und nicht, sobald die Zeit abgelaufen ist, kannst du es kaufen. Ich finde das halt so ein bisschen schade gemacht von den ganzen Leuten. Das AHA an sich sozusagen, also die Entwicklung dahinter, weil ich finde halt, ein Auktionshaus bei mir bedeutet halt wirklich, hey, es können mehrere drauf bieten und oder halt den festen Preis am Ende dann halt wählen. Ich meine, okay, jetzt bei Fertigkeitszeiten werden immer viele dann sozusagen diese Sofortkauffunktion wählen. Aber gerade bei anderen Sachen würde ich mir halt wünschen, so bevor ich jetzt für eine Rüstung 80.000 bezahle, was einfach dann eventuell, wo ich mir sage, okay, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, dass man da nochmal die Möglichkeit hat, eben ein bisschen zu handeln und dann sagen, hey, hier ist eine drin für 46.000 und wenn die dann am Ende bis 70.000 hochgeht, dann ist es halt so. Aber dann bin ich trotzdem nochmal ein bisschen günstiger bei weggekommen, als wenn ich die mit 80.000 sofort kaufe. Wie findet ihr denn die Geschichte, dass quasi die Preisrange vorgegeben ist für ein Item? Also findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Viele Spiele explodieren da ja dann in der Wirtschaft. Massa, du dazu was? Also ich denke, bei manchen Sachen sollte man die Preise schon halbwegs vorgeben, obwohl ich sagen muss, wenn du so eine Fähigkeitenseite für 1500 Silber verkaufst, dann ist das gar nicht, ne? Das stimmt wohl. Die sind direkt weg, sobald die freigeschaltet sind, ne? Also, um da irgendwas zu kaufen, musst du so oder so immer gucken, wann läuft jetzt die Zeit ab und dir am besten einen Wecker stellen und dann da am besten 30 Minuten vorher hingehen, die ganze Zeit aktualisieren drücken, damit du es kaufen kannst. Und das machst nicht nur du, das machen vermutlich noch 10 andere. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann bekommst, ist sehr gering. Ich hab's einmal gemacht, danach nie wieder. Ja, da kann ich dich verstehen. Was mir noch so ein bisschen persönlich sauer aufgestoßen ist, ist so ein bisschen die Funktionalität mit der Suche und mit allem. Du musst ja wirklich komplett
groß, also ja klar, Großbuchstaben und so sollte jeder machen, aber ne, du kannst, also das ist nicht wirklich viable, das Teil. So, du kannst, wenn du einen Buchstaben falsch eingibst, dann kommt nicht irgendwie das, was zunächst dran gelegen wäre, sondern es kommt einfach gar nichts. Und du kannst nicht einfach Enter drücken und suchen, sondern du musst immer auf diese Lupe da drücken. Ich weiß nicht, stört euch das nicht? Oder sagt ihr? Doch, das stört definitiv. Also, ich habe keine Ahnung. Sie haben jetzt mittlerweile schon ein bisschen verbessert, dass man da, wenn man irgendwie nach Kurzbogen, glaube ich, sucht oder was war das, dann findet man auch Seiten für den Kurzbogen. Manchmal hat man allerdings dann Pech und dann sagt einem zu viele Ergebnisse. Aber ja, definitiv, das meinte ich halt mit minimalistisch, die ganzen Features in dem Ding. Da fehlt mir zu viel. Okay. Meint ihr, sie überarbeiten es oder glaubt ihr, sie lassen es eher so? Weil ich habe gehört, was sie machen möchten, ist eine Häuserbank, also für die einzelnen Häuser, eine Bank untereinander quasi den einzelnen Membern zum Traden und zum Sammeln und so. Aber vom AH persönlich selber habe ich jetzt noch nichts gehört. Wisst ihr da mehr? Mehr wissen, nein, aber ich denke, die werden sicher daran arbeiten. Ich meine, dass man jetzt nicht mehr komplett nach Seite aus dem Handbuch für Speer suchen muss, sondern einfach nur nach Speer suchen kann jetzt mittlerweile, zeigt ja, dass sie da zumindest ein bisschen was dran tun und ich denke, die werden auch in Zukunft noch viel dran machen. Ich hoffe, alleine schon deswegen, weil ich auch gesagt habe, dass sie das Handeln unter Charakteren, unter Spielern eben nicht gestatten, dass sie dann da auf den Fokus richtig gehen und gucken, dass das Ding vernünftig läuft. Nochmal kurz zu der Frage, Regulation durch den Markt oder findet ihr es gut, dass es regulieren mit den Preisen? Ich finde es mal ein interessant, dass sie es so versuchen und bisher stört es mich nicht. Ich weiß, dass das anders halt auch funktionieren kann. In Albion hat man es ja gesehen, kann natürlich auch von den Spielern schön genutzt werden, um Profite zu machen. Fehlt hier halt natürlich ein bisschen. Soll es aber, glaube ich, den Goldsellern etwas schwerer machen. Das stimmt wohl. Also ich kenne es halt aus WoW zum Beispiel oder aus Elder Scrolls Online. Da ist das halt dann irgendwann immer so ein Problem und halt auch mit den China-Farmern und solche Geschichten wird dann relativ schnell missbraucht. Ich meine, wir haben ja jetzt, glaube ich, schon das Problem, dass viele Skripte unterwegs sind und die Seiten einfach raussnappen. Ich hoffe, dass sie das irgendwann in den Griff kriegen und dass das ein bisschen userfreundlicher wird, das Ganze. Habt ihr dazu noch was oder können wir zum nächsten Punkt weitergehen? Nee. Wie gesagt, ich hoffe halt, dass sie es überarbeiten, das AH also zumindest ein bisschen besser anpassen. Ich meine, dass sie teils die Preise jetzt geändert haben, ist okay. Aber wie gesagt, also mir fehlt halt wirklich so diese von anderen MMOs halt diese AH-Funktion. So, das mit dem Haus ist auch ganz cool mit der Hausbank. Und die werden da auch bestimmt noch was ändern. Also ich freue mich und hoffe natürlich, dass sie das AH da mal wirklich irgendwann so hinbekommen, dass das AH auch wirklich ein Auktionshaus ist und ja nicht wie ich halt finde aktuell so ein Marktplatz. Okay, cool. Ich würde ganz gerne mal kurz doch eine kleine Pause machen, aber nur eine Verschnaufspause, denn ich würde gerne mal den Chat fragen. Habt ihr eine Frage zu den bisherigen Themen, die euch auf der Zunge brennt, die unbedingt beantwortet sollte oder können wir einfach... So, Flo, dein Job. Wenn nichts kommt im Chat, dann würde ich nämlich gleich zum Thema Territorialkriege gehen. Alles klar. Flo. Ja. Wenn was kommt, dann gibst du mir die Fragen oder stellst du die Fragen jetzt einfach kurz? Also bis jetzt kam tatsächlich noch nichts, obwohl ich schon ein paar Mal nachgefragt habe. Ihr dürft gerne Fragen stellen, das ist erwünscht. Auch zu den einzelnen Häusern, gerne, gerne, gerne. Der Spencer hat was. Was ist derzeit eurer Meinung das stärkste Gebiet? Massa, fang du mal an. Definiere stärkstes Gebiet. Kommt drauf an, wie man sieht. Also von der Verteidigungsposition her würde ich ganz klar sagen, hier in Gueria unten links, dieses U, wo Taborion Rathod war, ist natürlich nur der Nachteil, dass wenn du davon einen oder beide verlierst, dass du danach das Gebiet nicht mehr halten kannst. Ne? Also, ist mal so, du kannst da unten mit, ich sag mal, guten 40 Leuten ein Riesengebiet halten. Das ist stark. Aber wenn du da halt beide oder eine Festung verlierst, ja, dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Ne? Deswegen würde ich nicht sagen, dass es ein stärkstes Gebiet gibt derzeit.
War das so gemeint oder war es so gemeint, wo die stärksten Häuser mit den stärksten Allianzen unterwegs sind? Das müssten wir vielleicht noch kurz klären. Ansonsten würde ich schon mal an Paco die Frage weitergeben. Finde ich es eigentlich eine sehr schwierige Frage. Also okay, ich muss dich kurz interrupten. Halt, die Frage war so gemeint, wo die stärksten Häuser und die stärksten Allianzen sind. Ja, und genau das ist halt auch sowas. Das finde ich, ist halt auch eine schwierige Frage. Jedes Gebiet, sage ich mal, hat ja mittlerweile seine starken Allianzen, seine Häuser, die sich halt auch mit der Zeit aufgebaut haben. Und ich finde, die gibt es ja mittlerweile überall. Also in jeder Region oder in jedem größeren Gebiet hast du nun mal deine starken Allianzen. Da jetzt zu sagen, das ist die stärkste, so finde ich es halt schwierig, weil man ja natürlich, kann man jetzt sagen, man guckt bei den Allianzen nach der Mitgliederzahl. Aber ich finde, eine Mitgliederzahl ist nicht ausschlaggebend. Da ist ja immer wieder halt auch, wie haben wir sie genannt, Lagerleichen gibt. Karteileichen. Karteileichen. Deswegen finde ich, ist das halt so eine Frage, die eigentlich sehr schwer zu beantworten ist. Glaubt ihr, die Frage wird beantwortet, wenn die Grenzlande aufgehen, die Großen sich in Grenzlande verdrücken wegen den Units, weil man da alles herstellen kann? Oder glaubt ihr, da passiert gar nicht so viel? Ich glaube, Marsa wollte erst nochmal was dazu sagen. Also lasse ich ihm mal den Vortritt, weil zu dem Thema ist halt wieder so eine Frage. Keine Ahnung. Einfach mich auch unterbrechen, Marsa. Hau rein. Ja, also nochmal zu dem davor, welche die stärksten Allianzen und Gilden wie auch immer sind, muss ich sagen, ist sehr schwer definierbar aus dem einfachen Grund, dass es die Allianzen und Häuser gibt, die sich schon in den Betas gegründet haben und die zu Beginn der OBT nur in Mayong und Ostaria spawnen konnten. Deswegen gibt es zum Beispiel in Ostaria und auch Mayong Gilden, die halt nur noch darauf warten, dass sie nach unten nach Ungarn oder Ungveria und nach Liang kommen können. Ja, das ist vermutlich in Mayong genauso, das ist in Ostaria genauso. Dementsprechend haben sich da unten komplett neue Häuser gegründet, die sich im Endeffekt leicht ausbreiten konnten. Ne, aber dann werden dann auch sicherlich andere Häuser runtergehen. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist davon stärker? Die Leute, die mit der meisten Erfahrung oder vielleicht die Leute, die mehr Spieler haben? Meine, sagen wir so, Talon Endor zum Beispiel ist bei uns in der Gilde. Talon Endor würde ich persönlich als ein sehr, sehr starkes Haus einschätzen. Und Talon Endor habe ich bisher noch nie ein einziges Match verlieren sehen, muss ich sagen. Okay. Aber das sind auch schon Jungs, die schon seit der Open, also genau, seit der Close Beta zocken, ne? Darauf wollte ich genau hinaus. Es gibt halt die Leute, die halt sehr viel Erfahrung schon im Spiel haben, schon in den Betas drin waren und da Erfahrung gesammelt haben. Salutaris Nova ist ja auch zum Beispiel so ein Fall, die sind auch sehr stark. Und dann gibt es halt diese neu gegründeten Häuser, die das Ganze erst noch entdecken müssen. Ne? Und dementsprechend ist das noch schwer zu sagen. Später, wenn das Spiel ausgereift ist, ne, jeder so seine Erfahrung gemacht hat, jeder weiß, was ist das Beste und so weiter, ne? Dann ist, wird das vermutlich mal anders aussehen, als es derzeit ist. Gut, und auf die Frage mit den Grenzlanden einzugehen. Wenn die Grenzlande aufgehen, weiß man noch nicht, wie das sein wird. Es gibt mehrere Theorien, wie das sein wird. Beispielsweise, dass die Grenzlande einen eigenen Raid-Tag bekommen oder sowas. Ist alles nur Theorie. Wissen wir nicht, haben wir nicht bestätigt bekommen. Zumindest, ich weiß es nicht. Es kann aber auch sein, dass alles gleichzeitig ist, ne? Machen wir so weiter. Und wer sagt denn, dass die ganzen großen Allianzen alle Interesse an Grenzlande haben? Nur weil da alle guten Ressourcen drin sind und man alle Einheiten ausbilden kann? Ich meine, wir wissen auch nicht, wie es zum Beispiel ist, wenn das Lager verlegt wird in die Grenzlande. Ne? Du kannst, wenn du am Anfang spawnst, nicht die Grenzlande auswählen. Vielleicht ändert sich das, vielleicht aber auch nicht. Wenn es sich nicht ändert und du alles in die Grenzlande verschiebst, wie kriegst du dann deine neuen Rekruten? Das sind Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben von den Entwicklern. Deswegen kann man das sehr schwer sagen. Okay. Ganz kurz, mache ich gleich, habe ich gesehen. Matt, siehst du das gleich oder hast du nochmal eine andere Perspektive drauf? Also zu dem, was die Grenzlande angeht, da muss ich mal Samone einfach vollkommen zustimmen. Das ist alles noch so vage und unsicher. Und ansonsten, wegen der Stärke der einzelnen Regionen, das Einzige, was wir wissen, ist, dass wahrscheinlich mehr Spieler oben in Mao Yang und Ostaria sind
und dass unten eben die Ausbreitung etwas einfacher vonstatten ging. Und das wird sich dann halt alles zeigen, wie das sich auswirkt, ob da ein Schwall in den Süden kommt und ob die Gebiete, die jetzt so da bestehen, auch weiterhin bestehen bleiben werden. Okay. Ich habe noch eine Frage und danach würde ich dann auch wieder mit der Tagesordnung weitermachen. Seid ihr eigentlich der Meinung, dass das Game erst mehr auf Masse geht wie auf Klasse? Weil wenn ich mir derzeit die Kämpfe von den Städten anschaue, geht's eigentlich nur, dass eigentlich nur die Masse zählt, oder seid ihr da anderer Meinung? Sorry, ich habe ein bisschen verhaspelt. Habt ihr es verstanden? Oder soll ich es nochmal kurz? Ja. Wer fängt an? Ich würde sagen, es ist ein Mix. Also Masse ist definitiv ein wichtiger Faktor. Du brauchst genügend Leute, um genügend Gebiete verteidigen zu können. Du brauchst Ersatzspieler für die Schlachten und so weiter. Also ist Massefaktor ist ein wichtiger Faktor, aber da du ja im Endeffekt nur 15 gegen 15 in der Schlacht drin hast, kannst du mit einem guten Elite-Kern, also mit einer kleinen Gruppe, da auch eben dein Dorf, deine Stadt holen und verteidigen. Okay. Also, ja. Hält sich die Waage, meiner Meinung. Okay. Seht die anderen das auch so, oder? Ich sehe es genauso, aber ich würde noch was hinzufügen. Ich würde sogar ein Beispiel mit einbauen. Damals an der CBT, da war Matt auch noch bei uns, also Zalatar hat noch gearbeitet. Das war ja folgendes, das war die CBT, wo die ganzen Russen gekommen sind. Und da hat man da, glaube ich, schon gut gemerkt, Regnum Teutonicum, beziehungsweise Salutaris Nova und Regnum Teutonicum, die waren natürlich auch deutlich kleiner als die russischen Gilden. Ne? Ich weiß nicht, wie viele hatten wir da? Wir hatten, glaube ich, 3 volle Russenhäuser auf der linken Seite laufen und mal 3 volle Russenhäuser auf der rechten Seite laufen. Mhm. Also im Raid um die 100 bis 200 Leute pro Flanke, also pro linke Seite und pro rechte Seite. Und so, auch die Russen haben deutlich mehr Leute gestellt als wir, aber sie haben es trotzdem nicht geschafft, uns in dieser CBT zu vertreiben. Mhm. Dementsprechend ist das auch so ein Mischmasch. Du kannst natürlich, also Masse ist natürlich das eine, ne? Also Mensch, wenn alle auf dem gleichen Niveau sind, vom Spielerischen her, dann ist Masse entscheidend. Wenn das spielerische Niveau unterschiedlich ist, ist das Niveau der einzelnen Spieler entscheidend, also die Klasse. Genau. Okay. Sagen wir so, ich würde noch folgendes hinzufügen. Du kannst der beste Spieler in dem gesamten Spiel sein. Aber wenn du 2 Punkte nicht erfüllst, einmal Teamplay und einmal 15 Leute, ne, kommst du in der Belagerung gar nicht weit. Du brauchst mindestens 15 Leute, um eine effiziente Belagerung zu machen, denn du musst damit rechnen, dass der Gegner ebenfalls 15 Leute hat. Und zweitens, wenn du einfach nicht im Team spielen kannst und einfach das machst, was du möchtest, und der Gegner im Team spielt und du nicht, kommst du so oder so nicht weit. Okay. Ich sehe schon, du hast Fans im Chat. Masamune for President. Das sind alles... Paco, du noch deine Sichtweise auf die Geschichte oder schließt dich den beiden anderen an? Seit Samstag, seit jetzt Mittwoch sozusagen, wo ja der Krieg war, kann ich mich den beiden nur sehr gut anschließen. Ich habe es live mitverfolgt, wie eine Masse versucht hat, ein Dorf einzunehmen, was von einem Haus verteidigt wurde, von 5 Häusern angegriffen wurde und die Verteidiger dadurch, dass sie halt als Team zusammengespielt haben, die Verteidigung gewonnen haben sogar. Und das war halt schon, ich glaube, der Kampf ging über 40 Minuten, was sie da gemacht haben. Und da war ich echt positiv überrascht. Also ich habe mir den ganzen Kampf angeguckt, weil ich habe einfach nur blöd rumgestanden am Mittwoch. Und das fand ich schon sehr überragend. Danach habe ich mit dem Leiter von dem mal ein bisschen gesprochen. Und der hat halt gesagt, die kamen halt wirklich massenweise an. Aber selbst das, als sie alle aus einem Haus waren, haben sie halt nicht miteinander gespielt, sondern jeder hat versucht, sein eigenes Ding zu machen. Und ich finde halt, so wie der Master das halt schon gesagt hat, es ist nun mal halt auch ein Teamspiel. Es bringt nichts, wenn du versuchst mit deiner Einheit, du rennst rein, deine Einheit stirbt, weil du dein Solo-Ding machen willst. Und was bringt das? Naja, du hast eine Einheit weniger und die Gegner haben halt immer noch eine Einheit mehr, deswegen kann ich den beiden auf jeden Fall nur zustimmen. Also das ist so ein gesunder Mix. Es bringt nichts, wenn du eine Masse hast, sage ich mal, von Leuten, die nicht als Team zusammenspielen sollten. Aber wenn du diesen Grundkern drin hast, wie Matt das gesagt hat, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren.
Da würde ich dann einfach weitermachen in unserer Agenda. Glaubt ihr, dass es Verteidiger im TW zu einfach haben? Oder seht ihr das nicht so? Du meinst jetzt speziell in einer Verteidigungsschlacht? Ja, genau. Oder seht ihr das eigentlich so, ja, wenn sie es gut machen, ist es ja eigentlich okay. Einzige vielleicht bei den Städten, bei den Burgen, Festungen, weil du da die Mauern hast, die erstmal überwunden werden müssen, und wenn du da nicht mit teurem Belagerungsmaterial rangehst, ist es halt echt schwierig, dort die Leitern hochzukommen oder durchs Tor durchzukommen. Und das ist auf jeden Fall eine Hürde, die nicht einfach zu nehmen ist. Da, wenn zwei Gleichstarke sich gegenüberstehen, dann wird der Verteidiger gewinnen. Okay, und glaubst aber auch, dass auch wenn sie nicht ganz gleich stark sind, ein bisschen in Unterzahl sind, jetzt nicht viel, dass es dann immer noch einfacher ist? Oder glaubst du, das würde es dann schon eher ausgleichen? Also jetzt sagen wir mal zwei, drei Leute weniger als Verteidiger. Schwer zu sagen. Okay. Dann Thema Trill Mode. War das von euch so ein Kopfschlag oder war das für euch so, ich find's cool, dass sie es machen, oder war es einfach nur Stresstest und euch und euer Haus hat's mega genervt? Masse. Ja, Frau Jan, ich finde, da könnten die, ich sag mal, so einbauen, dass man das auch als Haus gegen andere Häuser so machen kann, ohne dass jetzt TB ist. Das war nämlich eine sehr gute Angelegenheit, oder man konnte sehr gut mal neue Taktiken ausprobieren, die man sich so in der normalen TWs nicht traut, vielleicht weil sie halt ein bisschen riskant sind oder sowas. Deswegen finde ich eine gute Idee, aber vielleicht mal als normales Training-Game und nicht als TW-Ersatz. Quasi als separater Mode, den man so auswählen kann, oder wie? Genau. Okay. Paco? Ja, der Dream-Mode, der war... Er war schwierig, sage ich mal, in der Hinsicht. Es war was Neues, was vielleicht auch, wie schon angesprochen, in einem separaten Modus ganz cool funktionieren kann. Was dann auch wirklich dafür da ist, damit auch die Leute mal, zum Beispiel, die noch nie an einem Krieg teilgenommen haben, wenn es darum geht, eine Stadt anzugreifen, die dann mal dann da auch noch ein bisschen reinschnuppern können. Aber also mich selber hat das Samstag echt nicht angesprochen. Okay, also für dich war es eigentlich, ja, okay, eine Woche Pause für uns, oder war es eher so, dass du sagst, ja, blöd für die Leute, die hier was einnehmen wollen, ich muss gucken, dass ich meine Leute bei Stange halte, durch das waren sie schon etwas verärgert. Ja gut, die Leute konnten sich ja trotzdem halt austoben, also für die Leute an sich ist es halt vielleicht was ganz Gutes, ist dann halt nur, sag ich mal, durch dieses Chaos, was dann entstanden ist, dass auf einmal man, also zumindest ging bei uns auch viele davon aus, dass die eigenen Allianzhäuser nicht die eigenen Städte angreifen können, und auf einmal ist dein komplettes eigenes Gebiet weg, weil einfach mal dein Allianzpartner gesagt hat, ja, ich klopfe mal bei euch an, während du selber halt woanders unterwegs warst. Ich finde den, wie gesagt, als Testmodus oder zum Üben für die richtigen Kriege finde ich das okay, weil so kannst du gucken, okay, so läuft der Angriff, wenn du ein Dorf angreifst, und so ist der Angriff, wenn du eine Stadt oder eine Burg angreifst, weil sich ja das alles nochmal ein bisschen voneinander unterscheidet. Aber ansonsten bin ich eigentlich der Meinung, dass ich diesen Drill-Mode nicht mehr wirklich brauche, außer vielleicht als extra Modus nochmal zum Testen. Wäre es für euch dann eher so, dass ihr sagt, okay, ich würde den jetzt zum Beispiel vielleicht montags einmal eine Stunde machen, oder wäre es eher so, dass was ist, wo man quasi speziell auswählen kann, wenn man ins Matchmaking geht? Weil dann wird es ja, glaube ich, schon wieder schwierig vom Programmieren her. Also möchtet ihr das quasi als dauerhaften Übungsmode, oder möchtet ihr, oder sagt ihr, einmal in der Woche eine Stunde reicht? Matt? Ich bin von der Idee nicht allzu sehr angetan. Also als dieser Drill-Modus angekündigt wurde, dachte ich mir erstmal, was soll der Mist? Das wird mega stressig werden. Und dann kam aber sofort nachher auch, hey, das kann man richtig geil nutzen zum Üben, um Sachen auszuprobieren. Also ich habe den Modus an dem Tag dann gefeiert. Wir sind auch komplett in die Offensive gegangen, haben unser Gebiet fallen lassen. Hat Spaß gemacht.
Aber ich finde zwar die Idee des Übens gut, aber auf diese Art und Weise, das irgendwie einmal in die Woche mit einzubauen, würde ich jetzt, glaube ich, nicht so gut finden, weil das immer alles mit Organisation, Planung mit verbunden ist. Und wenn man jetzt da die Leute freistellt und sagt, okay, ihr müsst da nicht mitmachen, dann kommt das halt auch komisch rüber, wenn auf einmal Salutaris Nova in so einem Übungskampf nur mit 5 Mann vertreten ist und nichts reißt. Das halte ich halt, finde ich, allzu sinnvoll. Mhm. Und ansonsten muss man das Ganze halt, wie gesagt, alles organisieren, planen und ja, dann, wenn ich so einen Aufwand betreibe, dann doch lieber mit vernünftigen Belohnungen. Also, stimmt, die waren ein bisschen mau, ne? Ja, haben sie großartig angekündigt und die Belohnungen waren echt mau, das stimmt wohl. Und dementsprechend, ein Übungsmodus sollte definitiv irgendwo her, finde ich. Aber dieser Modus jetzt so irgendwie regelmäßig damit einbauen, das finde ich halt nicht gut. Okay. Also ich hätte jetzt auch ein, zweimal noch länger vorstellen können, hätte ich jetzt kein Problem mit gehabt, wenn die das hätten gebraucht zum Testen. Aber ja, ansonsten brauche ich den nicht mehr. Der Trill-Mode und... ich habe wieder Headset-Probleme. Hört ihr mich? Okay. Der Trill-Mode war ja eigentlich auch, um die Stabilität des Servers zu prüfen. Seid ihr damit eigentlich mittlerweile zufrieden mit der Stabilität? Ich habe keine Probleme mehr gehabt. Okay, also ihr sagt alles fein, so wie es jetzt ist, auch durch die neue Serveröffnung. Das passt jetzt so, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also okay. Eine Sache noch bei dem Drill-Mode. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass man halt selbst entscheiden könnte, ob man diesen Modus halt spielen möchte oder nicht. Man hat ja die Möglichkeit, KI-Schlachten zu machen, Expeditionen zu machen oder halt die besonderen Schlachten, also die Blutschlachten, dass sie eventuell dort sie vielleicht nochmal sagen, hey, wir machen nochmal einen zusätzlichen Reiter rein. Den nennen sie dann halt Remote, wo du dann halt wirklich mit einer, nicht nur mit einer Gruppe von 5 Leuten reingehst, sondern wo du dann halt sagen kannst, gut, du möchtest die jetzt, du suchst jetzt deine 15 Leute, die können dann alle 15 zusammen, damit du dann eventuell mal verschiedene Taktiken gegen eine volle Gruppe testen kannst. Weil dadurch, dass du ja momentan, also sozusagen immer nur mit 5 Leuten in eine Runde rein kannst, würde ich das eigentlich, also das würde ich auf jeden Fall gut finden. Weil dann kann man halt auch ein bisschen besser Taktiken üben, weil dann halt ja wirklich die Gruppe halt komplett ist, mit denen du dann halt auch vorhast, zum Beispiel Städte anzugreifen oder halt auch zu verteidigen. Ja, ja, stimmt. Da fehlt so ein bisschen die Möglichkeit dafür. Gibt es eurer Meinung nach genügend Gebiete, also für die Anzahl der Häuser, die es gibt, und gibt es genügend Ressourcen, oder findet ihr, das mit den Ressourcen haben sie ein bisschen verbummelt und dieses Blocken von Ressourcen ist irgendwie anstrengend, oder findet ihr das eine gute Sache als größere Häuser? Das Ressourcensperren sehe ich als sehr kritisch, wenn man das macht. Aus dem Grund, sobald du Ressourcen sperrst, ziehst du dir automatisch den Mut aller anderen Häuser drauf. Haben wir auch schon erlebt gehabt, dass Häuser das gemacht haben. Kurzer Zwischeneinwurf. Ihr wisst, dass man trotzdem noch mit Fördermarken dann sammeln kann? Dass man mit den Fördermarken trotzdem sammeln kann. Aber ich meine so dieses allgemeine Sperren. So, gerade für neue Spieler, finde ich, ist das halt dann wirklich... Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also, weil wenn du halt nur mal jetzt wie bei uns zum Beispiel in der Region, du bist ein neuer Spieler, da werden Ressourcen gesperrt und direkt hast du ein paar Leute, die im Chat fragen, ja, warum kann ich denn da nicht sammeln? Ja, du brauchst halt diese Marke. Gut, du kannst dir die Marke auch kaufen, klar. Aber gerade wenn du angefangen hast oder sowas, um dieses Grundprinzip zu verstehen, dann... Glaubt ihr, es wäre gut, wenn sie die Ressourcenmenge erhöhen würden? Oder glaubt ihr, das würde nicht zur Lösung des Problems beitragen oder zumindest die Zeit des Respawns der Ressourcen erhöhen, verkürzen würden? Massa? Also, zwei Sachen dazu. Also, erstmal, das Ressourcenproblem würde sich deutlich lohnen. Also, wenn man die erhöht, würde sich natürlich lohnen. Die andere Frage ist natürlich,
die Häuser, die jetzt schon Ressourcen haben und die verdienen sich jetzt schon dumm und dämlich daran. Ne? Also ich sehe das selber bei unseren Ressourcen, sobald da eins fast wieder voll ist, laufen da direkt 10 Leute hin, ne? Und dann ist das so gut wie wieder leer. Ne? Und ich sag mal so, ein Weinviertel hatten wir jetzt um die 800.000 Silber nur von einem Dorf in andere Ressourcen. Stell mal vorne, wow. Ja, das ist viel. Das wird zwar auf alle Gildenmitglieder aufgeteilt, ne, aber dennoch kriegst du da recht viel Silber aus. Und wenn du eine 2 oder 3 Dörfer hast, die das haben, ne, kannst du sie ausrechnen. Ihr sperrt eure Ressourcen nicht, ihr lasst frei fahren. Derzeit sperren wir unsere Ressourcen nicht, es wurde überlegt. Allerdings gibt es mehr Gründe, warum ich die ungern sperre. Einmal möchte ich, also erstmal für Feinde ist die Ressource allgemein gesperrt. Aber ich möchte erstens neue Spieler, die halt noch kein Haus haben, nicht im Spiel behalten und halt nicht schon damit abschrecken, dass da steht, Ressourcen sind gesperrt. Also ähnlich allgemein, wie Paco vorhin gemeint hat. Genau, allgemein ist auch zum Beispiel in Hohenfeld so, dass Spieler unter 20, 30 nicht angegriffen werden auf der Weltmap, oder sollten zumindest nicht angegriffen werden auf der Weltmap, dass sie sich erstmal aufbauen müssen. Alles, was da drüber ist, ist uns relativ egal. Und Leute, die schon ein Haus haben, ist uns auch egal, aber halt neue Spieler, die noch kein Haus haben, die das Spiel erst kennenlernen, die Ressourcen fahren möchten, ne? Ist mal so, warum nicht? Ne? Wenn wir die jetzt sperren würden, hätten wir natürlich den Vorteil, dass wir selber mehr Ressourcen bekommen. Was uns natürlich auch schon wieder deutlich mehr bringen würde. Wir können beispielsweise unsere Lehnen schneller aufleveln, wir können unsere Einheiten schneller, oder wir können mehr Waffen für unsere Einheiten herstellen, die später sehr teuer werden, ne? Dementsprechend bringt uns das Sperren der Ressourcen auch. Aber da muss man natürlich gucken. Ich persönlich finde das Sperren der Ressourcen nicht sehr gut. Zumindest nicht, solange du keine 2 Lehen hast. Dann kannst du theoretisch ja beim einen Lehen sperren, damit du da Ressourcen hast und beim anderen nicht. Aber ja, bei uns ist zumindest derzeit nicht gesperrt. Okay. Finde ich gut. Matt, wie handhabt ihr das? Wir haben, also bei uns kann auch jeder Neutrale hinkommen und Ressourcen sammeln, also das ist nicht verboten. Halte ich auch für nicht so sinnvoll, weil nur dadurch kriegt man ja auch die schönen Steuergelder in die Stadt ein, beziehungsweise in das Dorf. Auf 800.000 kommen wir jetzt allerdings nicht mit unseren Lehen. Anscheinend sind in Ostaria weitaus mehr Spieler als wie in Naoyang unterwegs. Da sind die Werte eher im 200.000er Bereich aus. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Lowy, also was heißt das Lowy, aber als kleineres Haus, ich bin eher derjenige, der sagt, okay, die Ressourcen sind mir teilweise zu teuer und meistens nie vorhanden, wenn ich fahren möchte, deswegen mache ich es erst gar nicht. Deswegen, ja, das ist ja auch, in 5 bis 10 Minuten sind die großen, guten Ressourcen weg, und das ist in Ostaria und in Maoyang genau das gleiche und bestimmt in Ungarita und Yangyun ebenso. Deswegen, ich bin mir auch nicht sicher, ob das Ressourcenerhöhen da wirklich so viel helfen würde. Mhm. Weil wenn es mehr gibt, dann will man halt auch mehr so in die Richtung. Also da würden jetzt vielleicht 2 Leute mehr irgendwie davon profitieren. Und das Grundproblem wäre dann aber halt wahrscheinlich immer noch vorhanden. Und wie gesagt, selbst wenn man die Ressourcen sperrt, die durch die Fördermarken, die man da hat, werden die Ressourcen dann auch leer gefarmt werden. Und das auch in ziemlich schneller Zeit. Das würde da nicht wirklich viel helfen. Okay. Glaubt ihr, dass das Ganze ein Problem ist? Oder denkt ihr, nö, das passt eigentlich schon so von der Herangehensweise der Devs hier zu dem Thema? Oder glaubt ihr, das ist was Spieler verkraulen wird? Das mit den Ressourcensperren. Ja, also Ressourcen allgemein, weil es nicht so ganz einfach ist, daran zu kommen. Erstens mal zahlst du einen hohen Preis, zweitens mal musst du die Zeiten abpassen, drittens mal sind manche gesperrt und du musst Fördermarken dafür raushauen. Ich weiß nicht, ich würde es halt gut finden, wenn es bei der Sperrfunktion sich halt nur auf den Feind beschränken würde, also wenn du wirklich mit einem anderen Haus im Krieg bist, weil kann man so halt auch von den anderen beiden. Ja, genau, aber wie halt, also du kannst ja auch die Ressourcen so sperren, das meine ich, ja. Und gerade wie die anderen beiden halt auch sagen, und da bin ich mit den beiden auch einer Meinung, es sollen natürlich auch neue Spieler dazukommen, die sollen natürlich auch den Spaß am Spiel entdecken und halt auch ein bisschen diesen Grind-Faktor nutzen können. Und gerade wenn dann halt die Ressourcen gesperrt sind, dann denkst du dir natürlich als Neuling, hey, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich da rankommen? Und dann
kommt dann halt irgendwann der Frust und dann halt auch die Wut auf diejenigen, die diese Ressourcen sperren. Daran sind natürlich dann die Häuser wieder selber schuld, wenn sie sowas machen. Aber würde es was bringen, wenn man in diesen Allianz, also KI-regierten Regionen, mehr Förderungsmöglichkeiten einbauen würde mit, sagt, mehr Material? Oder glaubt ihr, dass dann einfach die Großen da hingehen würden und das genauso abfarmen würden? Also ich denke mal, dass die Großen da ja dann auch hingehen zum Farmen. Also das Problem ist nicht so einfach lösbar, sehe ich schon. Also aufgrund der Tatsache, dass bisher jede Ressourcenquelle, die ich gesehen habe, leer war, gehe ich davon aus. Was man theoretisch machen könnte, da man eh nur einmal pro Tag farmen kann, man könnte zum Beispiel jetzt im Kaisergebiet, also in den, in Ostaria ist ja Aurelia, Schiffbett und so weiter, könnte man theoretisch von jeder Ressourcenquelle eins machen, das unendlich zwar hat, aber indem du nur halt einmal pro Tag farmen kannst. Dementsprechend würden halt die neueren Spieler oder allgemein die Spieler an ihre Ressourcen kommen. Mhm. Ja, also es gibt ja eine unendliche Quelle, die in der Nähe von Aurelia ist. Immer halt nur eine. Ja, ist mal so. Und wenn du dann zum Beispiel in einem Haus bist, hast du dann halt den Vorteil, dass du halt mehr Ressourcen hast und sozusagen schneller drankommst. Man muss ja auch sagen, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, alleine zu spielen. Das Spiel ist auf ein Haus ausgelegt, das du in einem Haus zusammenspielt. Darauf ist das Spiel ausgelegt. Und dementsprechend ist das mit den Ressourcen auch klar. Aber ich würde es natürlich auch bevorzugen, wenn man halt zum Beispiel jetzt da mal unendliche Ressourcen hat, wo man halt nur einmal farmen kann pro Tag, die halt dann wirklich unendlich sind, dass da halt jeder farmen kann und jeden Tag dann halt seine Ressourcen bekommt. Okay. Halt die er braucht. Okay. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ausschlag, ja. Nächster Punkt. Was fehlt euch oder fehlt euch überhaupt was an Tools für Diplomatie und Hausmanagement? Und wenn ja, wenn was fehlt, was würdet ihr euch wünschen? Ich würde auch gerne einzelne Häuser und nicht nur Allianzen in der Diplomatie bearbeiten können. Also irgendwie mich zu denen stellen können. Also wenn da jetzt irgendein einzelnes Haus ist, was noch nie geschafft hat, ein Dorf zu erobern und dementsprechend auch noch nie Allianz gründen konnte, sind die immer oft neutral. Okay, dass man quasi die Zugehörigkeit sieht. Dass man einfach den einzelnen Häuser auch auf feindlich stellen könnte, aber das haben sie ja auch dann nochmal limitiert, da muss man sich jetzt auch wieder genau überlegen, ob man das machen sollte oder nicht. Ja. Okay, aber fehlt euch sonst irgendein Tool, wo ihr sagt, okay, das machen wir jetzt alles quasi, sourcen das out und machen das über Homepage, Website, Discord etc.? Wäre eigentlich cool, wenn sie da ingame dafür was hätten. Also ich finde, in meinen Augen würde es ja, also zwei Sachen. Erste Sache, wie ich gehört habe, die ganzen Leute, die jetzt hier dieses Vorbesteller-Hauspaket hatten, das sie für 120 Euro gekauft haben, ne, die haben nichts davon gesehen, außer dass deren Häuser lila angezeigt werden und ganz vorne sind bei der Häusersuche. Ne, was hier im Endeffekt bringt es hier so viele Leute, ich habe da gehört, dass sie durchgehend Anfragen um die 100 haben, ne? Also 100 ist das Maximum. Klar. Und was dann halt sehr praktisch wäre, wenn diese Anfragen, erstens, wenn du zum Beispiel eine Beschreibung einfügen könntest für dein Haus, dass du halt nicht diese dummen Anfragen hast von den ganzen, ich will es nicht so sagen, aber ganzen Level 12ern, die Hausquests machen und dann halt einem Haus beitreten möchtest, die du dann anschreibst und die nicht antworten, weil das ist extrem nervig, wenn du um die 100 Leute anschreiben musst. Ja, definitiv. Genau. Und zweitens, wenn man einfach mal eine Sprache einstellen könnte, dass man da sagen könnte, okay, wir sind ein deutsches Haus, wir hätten gerne deutsche Leute und keine englischen Leute, die dich dann anschreiben. Ey, schreib doch Englisch, ich kann kein Deutsch. Ja? Das wäre sehr vorteilhaft. Das passiert mir jetzt bei der Suche zum Beispiel nicht. Also ich werde nicht von Franzosen, Engländern, Italienern oder sonst was angeschrieben. Ich werde halt echt nur von Deutschen angeschrieben. Aber wie du auch sagst, was mich stört, ist dieses Anfragen und Bestätigen finde ich ein bisschen blöd. Eine Direkteinladung wäre irgendwie super, wenn man das irgendwie einfacher handeln könnte. Weil so muss er jedes Mal die ID eingeben, dann musst du wieder gucken, okay, welcher war das jetzt und so weiter und so fort. Also bei uns geht's, weil wir klein sind, da ist das einigermaßen überschaubar, aber bei Großen wie euch stelle ich es schwierig vor. Ja, und deswegen Ingame-Anfragen werden nie direkt angenommen, die müssen vorher auf Discord kommen, ansonsten geht's da nicht weiter. Und ich mache mir auch tatsächlich nicht die Mühe, da die Leute extra meine Freundesliste zu packen, damit ich sie anflüstern kann und so. Ach, nee.
Okay, aber würdest du das auch so machen, wenn es dafür ein Tool gäbe, wo das einfache Ingame machen würde? Würdest ja, sagen, dann würde es besser gehen. Also zum Beispiel auch diese Benachrichtigung, wo man sich einfach ein bisschen kurz vorstellen kann, was man gerne hätte. Da würde ich dann zum Beispiel einfach den Discord-Link mit reinhauen. Dann könnte jeder, der sich bewerben will, sehen gleich, alles klar, die benutzen Discord auf den Link und zu denen rüber. Aber diese Möglichkeit gibt es halt leider nicht. Dann natürlich eine Möglichkeit, direkt per Rechtsklick auf die Anfrage, auf die Bewerber eben anflüstern machen können. Das wäre auch besser. Ja, also manch quasi ingame, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus sucht, ich mache jetzt mal uns als Beispiel Haus Merandir, und da direkt drunter der Discord-Link und eventuell TS und vielleicht noch eine Homepage drunter packen könnte. Oder hast du das jetzt so gemeint? Habe ich das richtig verstanden? Ja, entweder in Links oder einfach einen Text. Mhm. Das würde dann jedem freistehen. Okay. Paco? Die Tool-Funktion, wie sie jetzt genannt wurde, wie dass du eben eine Art Beschreibung reinpacken kannst, finde ich sehr gut. Wäre auch sehr wünschenswert, weil wir kriegen halt auch viele Anfragen und wie auch der Matt, ich habe da keinen Bock, den Leuten hinterher zu rennen oder die in meine Freundesliste aufzunehmen, dann anzuflüstern, weil das ist mir dann ein bisschen zu umständlich. Es wäre halt schön, wenn sie das Tooltip ein bisschen oder so einfügen würden, dass du wirklich diese grundlegenden Sachen sagen kannst, wie in anderen Spielen auch, hey, das ist ein deutsches Haus, die suchen das, einfach eine kurze Beschreibung und dann kann man sich halt bewerben, weil auch bei uns ist es nun mal so, wir kriegen halt auch viele Level 12er oder sowas, die eben diese Hausmissionen haben und das ist halt schon ein bisschen nervig. Okay, diesbezüglich noch eine Frage, persönlich auch von mir. Mich nervt tierisch, dass es keinen Hauskalender gibt, wo man Events organisieren kann, wie die TWs. Also ich kenne es halt aus WoW, du tragst ein Ereignis ein und die Leute können sich anmelden oder abmelden. Das würde mir bei der Organisation mega helfen. Geht es euch ähnlich oder sagt ihr, nö, das kriegen wir anders ganz gut geregelt über Discord? Ihr dürft frei Schnauze. Musst du gerade erstmal sacken lassen. Also wir machen das natürlich über unsere Homepage, die Events planen und die Territory Wars. Ob da jetzt ein Ingame-Tool für, ja, kommt drauf an, wie es gestaltet ist, wäre jetzt nicht unbedingt, wo ich sagen würde, nein, brauche ich auf gar keinen Fall. Aber auch nicht, was ich unbedingt brauche. Aber wenn es sowas geben würde, dann natürlich, umso weniger ich außerhalb des Spiels machen muss, umso besser. Also auch gescheite Übersichten für die Allianz, für die Mitglieder im Clan, im Haus würde ich halt begrüßen. Mhm. Dass man sieht, wann jetzt letztes Online war zum Beispiel. Oder ja, stimmt. Möglich, da gibt es so viele Sachen, die einfach helfen würden, eine vernünftige Übersicht zu bekommen. Und was ich jetzt alles aktuell außerhalb des Spiels machen muss, ist schwierig. Okay. Was sagst du dazu noch was? Sonst würde ich jetzt schon eigentlich zur letzten Frage kommen. Also internen Hauskalender brauchen wir in Hohenfeld zum Beispiel nicht. Wir machen das Ganze über einen Forumskalender, in dem sich die Leute halt an- und abmelden können. Aber ja, meine wird nicht schaden. Wir würden den vermutlich halt nur nicht nutzen. Okay, dann... Sache hätte ich noch, was ich mir wünschen würde. Wie der Matt schon gesagt hat, zum Beispiel für die einzelnen Mitglieder, dass man den halt auch wie zum, ich nenne es jetzt bei WoW, gibt es auch noch in anderen Bereichen, einfach so eine Notiz dahinter setzen kann, wie zum Beispiel der ist dann und dann beigetreten oder sowas, weil es ist halt auch manchmal schwer. Wir haben halt auch schon teils Leute gehabt, die durch ihre Arbeit halt immer zu komischen, also zu anderen Zeiten sozusagen online waren und dann wundert man sich, der Beitrag ist immer noch auf null. Wieso, weshalb, warum und so ein bisschen, dass man noch ein bisschen besser miteinander klarkommt. So genauso wie das mit den Rängen, dass man sehen kann, okay, man kann so und so viele Ränge halt verteilen. Man, ich meine, viele haben es jetzt nun mal selber herausgefunden. Und dazu natürlich dann halt auch noch, was ich mir wünschen würde, ist, würde es halt im Haus eine Erklärung geben, wie man nachvollziehen kann, wie hoch die Belohnungen halt ausfallen. Also wie halt zum Beispiel, ich habe von einem Mod, mit dem habe ich ein bisschen gesprochen, und der hat mir zum Beispiel das so erklärt, naja, es ist halt bei der wöchentlichen Auszahlung so geregelt, dass der Hausleiter, sage ich mal, jetzt das Dreifache bekommt
von der Beute, Schatzmeister und Stellis werden gleichgestellt, sozusagen verdienen das Doppelte, dann hast du die Banner, die verdienen anderthalb so viel und dann hast du halt die normalen Ritter. Dass sie das eventuell dann halt auch mal ein bisschen erklärlicher machen für alle, damit man dann halt auch sagen kann, okay, wir gucken jetzt, wie wir es machen. Weil es ist natürlich unfair für einer, für einen, der da ist, der ist jetzt aber vom Rang her ziemlich weit unten und macht aber für das Haus mit am meisten und man kann es dann halt nicht wirklich nachvollziehen oder sich darüber im Klaren werden, ja okay, wie regle ich denn das am besten? Also okay, Selbstverteilung wäre besser, meinst du? Ja, das ist halt von den Rängen her so ein bisschen, dass man sagen kann, okay, das ist übersichtlich gestaltet, das heißt, wenn du im Haus bist, kriegst du von mir aus, auch wenn du halt nur der Gründer bist oder so, dass du siehst, okay, ich kann 2 Stellis geben, ich kann 2 Schatzmeister geben, ich kann 10 Banner vergeben und die restlichen Leute sind normale Mitglieder. Mhm. Dass du eben dazu dann noch sowas bekommst wie so eine Beschreibung, weiß ich nicht. Der Schatzmeister darf die Steuern deines Hauses einstellen. Der Steward ist dein Stellvertreter und darf eigentlich so gut wie alles. die Bannerträger zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was die für eine Funktion haben. Also außer halt, dass sie mehr von der Beute kriegen am Ende der Woche und bessere Ritter. Genau, die etwas besseren Ritter sind, finde ich halt dem, ich weiß nicht, dem Banner sozusagen ist da noch irgendwie die, wie sage ich es jetzt am einfachsten, ja, die unerklärlichste Rangverteilung für mich. Mhm. Sagt ihr, ihr findet die Ränge gut oder würdet ihr gerne selber Ränge benennen und einstellen? Zwar mit der Anzahl dann, aber einfach selber Ränge festlegen können, namentechnisch. Ja. Lieben gerne selber, dass man dann halt auch wirklich sieht, okay, wenn der ist jetzt für die Rekrutierung zuständig, dann oder dass man das halt auch auf der Seite sieht, wenn man sich bei einem Haus bewirbt. Hey, hier hast du eine Auflistung der Mitglieder und da hast du denjenigen, der jetzt dafür zuständig ist, dass neue Bewerber aufgenommen werden. Also ich hätte mich sehr gefreut, hätte man das selber verteilen können. Nicht unbedingt, dass man selber Namen gibt, wie dann heißt der eine Thekenmeister oder so weiter, sondern dass man halt wirklich so eine gewisse Auswahl hat, wie Rekrutierer, der ist für die Diplomatie zuständig, das ist der Chef, das sind seine Stellvertreter, dass sie das ein bisschen mehr erweitern würden. Okay. Ja, anderen zwei? Zu dem Thema noch was? Oder sagt ihr, nö, Paco hat alles gesagt? Das, was Paco gesagt hat, da kann man sich eigentlich mit anschließen. Im Groben und Ganzen. Das ist immer noch ein bisschen mehr Rechte für die einzelnen Ränge vergeben könnte und vielleicht eben den Steward nochmal irgendwie zweiteilen könnte, dass der eine dann diese Aufgabe übernimmt und der andere diese, aber von der Belohnung her das gleiche bekommen. Das wäre halt schon ziemlich nice. Okay, perfekt. Machst du noch? Weil sonst würde ich nicht zu den Auto. Okay, dann würde ich zur letzten Frage kommen. Einmal, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch als erstes von den Devs wünschen? Wir fangen mit dir an, Massa. Boah. Kurz und knapp. Boah. Also. Das ist wirklich überfordert? Ich bin wirklich überfordert. Das ist... Habt ihr anderen was? Weil sonst das, was wir gerade besprochen haben, das wünsche ich mir. Von allem ein bisschen was. Ne? Nein, das mit den Tools. Also okay. Das ist ein bisschen egoistisch, aber definitiv würde mir das die Arbeit erleichtern. Okay. Das ist das, was ich mir wünsche. In meinen Augen gibt es so viel, was man hier sich wünschen könnte noch. Ja. Ja, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weiß nicht, wo du anfangen würdest. Okay. Ja. Okay, Paco, bei dir? Gäb's was? Einen klaren Punkt und das ist Information. Und zwar in der Hinsicht, wie jetzt zum Beispiel das mit den, wie wir es ja schon jetzt hatten, mit den Rängen. Du weißt nicht, gut, was bringt es dir jetzt, wenn du ein Bannermann bist? Dass du einfach, oder wie läuft das mit den ganzen Auszahlungen am Ende der Woche? Was bringt es dir, wenn du eine Stadt oder ein Lehen aufwertest? Mhm. Einfach so diese allgemeinen Sachen für das Haus. Ja, diese Tooltips, die dir einfach, weil irgendwann kam ich mir so vor, das Spiel hat mich nicht mehr an der Hand genommen, sondern das Spiel schmeißt mich jetzt rein und jetzt musst du zusehen. Dass sie da nochmal so ein bisschen sagen würden, okay, wir bauen nochmal so ein paar Informationstools von mir aus rein oder auch allgemeine Informationen, die man nachsehen kann, damit auch Häuser wissen oder halt auch Gildenleiter oder Häuserleiter, gut, so läuft das mit der Auszahlung, also muss ich gucken, wie ich meine Mitglieder verteile, wie ich die Rechte verteile, damit es gerecht ist. Okay.
Ja, also mir ging es jetzt heute Abend zum Beispiel auch so, dass ich von euch noch ein paar Sachen erfahren habe, die ich eigentlich noch gar nicht wusste. So, weil ich einfach erst seit Free-to-Play-Phase spiele und das erzählt dir ja eigentlich irgendwie keiner, außer man redet mal in so einer entspannten Runde darüber. An der Stelle würde ich jetzt mal den offiziellen Teil schließen und nochmal den Chat fragen, habt ihr noch eine Frage, dann haut sie jetzt bitte gleich raus. Ansonsten möchte ich mich schon mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. War echt entspannt, war echt nett. Vielen Dank für eure Zeit, dass es auch so spontan geklappt hat, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, vielleicht machen wir das gerne mal wieder. Vielleicht würdet ihr auch mal wieder vorbeischauen. Vielleicht dann mal in eine andere Konstellation oder so. Aber dass wir euch vielleicht mal wieder einladen dürfen. Und dann würde ich auch Flo mal noch bitten, ein paar Worte zu sagen. Dein Kanal und so. Ja, genau, mein Kanal. Ich muss durchweg sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also auch von der Community her im Stream. Es wird sowas dann wohl doch nochmal geben. Es wurde sich gewünscht, dass sowas oder so eine offene Fragerunde dann öfters mal kommt. Mhm. Dementsprechend sehen wir uns bestimmt alle nochmal wieder. Ja, also Tavern-Talk geht weiter. Ansonsten, mir hat Spaß gemacht. Ich habe hier die ganze Technik im Hintergrund geleitet und habe mich aus den Gesprächen ein bisschen zurückgehalten. Aber alles, was ich gehört habe, durchweg, ja, wenn das Spiel sich weiterentwickelt, dann könnte das richtig gut werden. Noch zusätzlich. War ein sehr schöner Stream. Okay, danke. Übrigens, Dankeschön für eure Unterstützung im Stream, für die ganzen Follows, für die Bits, für tatsächlich den Kauf von dem ersten Promo-Pack. Vielen lieben Dank dafür. Also, okay. Ja, ich bin glücklich. Oh, da kommt noch ein Cheer. An die Gäste noch, war es für euch okay? Hat es euch Spaß gemacht? Würdet ihr mal wieder mitmachen, wenn ich ein bisschen zeitiger anfrage? Und ganz wichtig, gibt es Kritikpunkte? Immer raus damit. Genau. Was können wir noch verbessern? Ja, Mensen, ne? Vielen lieben Dank für deinen krassen Support hier heute Abend. Danke, danke, danke. So, ja. So. Jetzt nochmal die drei Jungs. Habt ihr was? Würdet ihr wiederkommen? Hat es euch Spaß gemacht? Ja, es hat mir auf jeden Fall gefallen. War eine schöne Runde hier. Hat sich ein bisschen austauschen können. Ja, fand ich ganz gut. Cool. Die anderen zwei? Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich würde auch wiederkommen, wenn ich Zeit habe. Und ja. Paco? Ja, ich fand es halt sehr cool, auch endlich, also sozusagen auch mal mit anderen Häusern so in der Ruhe sprechen zu können. Ich meine, es ist ja nochmal das eine, wenn man eben mit einem Haus auf dem Discord ist, weil man irgendwas kurz besprechen möchte, aber halt auch mal mit Häusern aus anderen Regionen. Die Häuser, mit denen ich ja sonst zu tun habe, die sind nun mal alle aus meiner Ecke. Aber auch mal so zu hören, wie die anderen Regionen sozusagen, wie die das halt handhaben und dass wir uns eigentlich alle ziemlich einig sind, wenn es zum Beispiel um die Ressourcen geht oder auch andere Punkte, finde ich sehr stark. Das zeugt halt auch davon, dass die ganzen Jungs hier auch gerne neue Spieler dazu holen wollen, also auch begeistern wollen. Und ich finde das halt immer cool. Gerade für so ein Spiel, wo ich mir erst ein bisschen skeptisch war und jetzt halt sagen muss, das Spiel hat mich gefangen, es lässt mich nicht mehr los. Der Freundin gefällt das nicht. Kenn ich. Nee, aber auch so. Also, okay. Fand Kritik gibt's keine. Okay. Also wenn ihr noch was habt, was man beim nächsten Mal noch unbedingt mit als auf die Agenda schreiben könnte, immer raus damit, ne? Ich würde dann einfach so frei sein, eventuell mich bei dem einen oder anderen nochmal zu melden oder dann beim übernächsten Mal nochmal auf euch zurückkommen. Ich hoffe, das ist okay. Und möchte mich nochmal bedanken und wünsche euch dreien auf jeden Fall einen schönen Abend. Jo, danke, ebenso. So. Danke, schön. Ja. Gut, dann wäre eigentlich der Tavern-Talk erstmal durch, ne, fürs erste Mal. Erstmal vielen Dank. Wären wir durch jetzt. Dann sage ich auch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr hier wart. Und natürlich an den Stream auch vielen, vielen lieben Dank. Noch nicht weglaufen, ich möchte nämlich tatsächlich jemanden hosten. Ich habe da schon mal mehr wen rausgesucht. Den Karu. Da werde ich euch jetzt weiter hinschicken. Seid nett zu ihm. Dann wird er sich wahrscheinlich freuen. Ach ja, und die Häuser, ne, die haben alle auch Streamer, die wurden gerade ständig im Chat beworben. Schaut bei denen einfach auch mal vorbei, das sind eigentlich alles coole Jungs, ne? Paco habt ihr jetzt persönlich kennengelernt.
Aber bei Salutaris Nova gibt es auch einige Streamer und ich glaube, bei Regnum Tetonicum gibt es auch ein paar Streamer. Schaut da einfach mal rein. Genau, ansonsten einfach die Befehle nutzen, die ich ja schon den ganzen Abend reingespammt habe. Da findet ihr die direkten Links. Entschuldigung, Regnum, wegen dem Allianz-Link. Das hat irgendwie nicht funktioniert und ich weiß nicht warum. Ansonsten wünsche ich euch allen dann einen angenehmen Abend noch und wir sehen uns dann spätestens am Montagmorgen um 10 Uhr wieder, beziehungsweise dann um 20 Uhr. Macht es gut, bis denne. So, jetzt sind wir glaube ich wieder unter uns.